Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, werte Theaterfreunde, im Namen der Theatergruppe Lustspiel Bischofsdorf darf ich Ihnen allen nachträglich ein frohes neues Jahr wünschen und Sie zu unserer Theateraufführung herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchten wir unsere Ehrengäste. Heute Landtagsabgeordneter Erich Hafner, Bürgermeister Erich Brehm und die Theatergruppe Mark Hartmannsdorf. Ohne die maßgebliche Unterstützung unserer Sponsoren wäre eine solche Theateraufführung undenkbar. Daher möchten wir uns herzlich bei und um Ihre Handflächen zu schonen, bitten wir um Ihren kräftigen Applaus erst am Ende der Aufzählung. Es sind in alphabetischer Reihenfolge: Anitas Laden Neudorf, Gasthaus Monika Meier zum Scharfen Eck Fischelsdorf, Brautsalon Ernie Weiz, Glashofer Hart Hirnsdorf, Restaurant Pizzeria Hacienda Tiefenbach, Höfler Erlebnisgärten Buch bei Weiz, Il Campo Bischelsdorf, E-Tech Tontechnik Lassnitztal, Kulmerbau Bischelsdorf, Kulturreferat der Gemeinde Bischelsdorf, Laut der Landesverband für außerberufliches Theater, Meier Elektrotechnik Bischelsdorf, Metallbau Gölles Gersdorf, Hirkheim Automation Bischelsdorf, die Raiffeisenbank Bischelsdorf Stubenberg, Reifentechnik Gleisdorf Feldbach, Sportköck Bischelsdorf und Versicherungskonsulting Reisinger Bischelsdorf. Danke. Wir sind auch wieder unserem Nest treu geblieben. Diesmal haben wir uns im Gegensatz zum Vorjahr an einen relativ unbekannten, aber auch sehr herausfordernden Nestreu herangewagt. Kampel oder die Millionenerbin und die Näherin ist ein damals sehr erfolgreiches Spätwerk, am 29. März 18:52 Uhr aufgeführt, welches nach zwei ziemlichen Misserfolgen endlich wieder an den alten Nestreu anschließen konnte. Es geht dabei um einen gealterten Baron, der seine Untaten, die 17 Jahre zurückliegen, bereut. Er hat nämlich erstens seine jüngere Tochter im Babyalter verstoßen und für tot erklären lassen und zweitens seine ältere Tochter mit seiner Frau allein zurückgelassen und verschwand spurlos. Nun kehrt er voller Reue zurück und möchte einerseits seine jüngere Tochter wiederfinden und andererseits seine ältere Tochter, die mittlerweile die reichste Erbin Europas geworden ist, vor heiratswütigen Schwindlern bewahren. Dr. Kampel, damals vor 17 Jahren ein eifriger Mittäter, nimmt kurz entschlossen die Sache in die Hand, da beide Töchter noch minderjährig sind, und tut alles, um seine Untat wieder gut zu machen. Gerade in dieser Komödie gibt es jede Menge an Figuren, Machenschaften, Kuppeleien und Wendungen. Viele haben einen Hintergedanken, viele geben etwas vor, das sie gar nicht sind, Söhne und Töchter tun nicht das, was sie tun sollen und vieles mehr. Nach circa einer Stunde und 20 Minuten gibt es eine 20-minütige Pause, in der wir Sie am Buffet verköstigen dürfen. Die Theatergruppe Lustspiel Bischofsdorf dankt für Ihr Kommen und wünscht Ihnen einen unterhaltsamen Theaterabend. Und jetzt möchte ich Sie dazu einladen, uns ins Jahr 1852 zurückzuversetzen. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es damals keine Handys gab. Gute Unterhaltung. Zeilen warten, der Doktor. Na, ist ja ein guter Doktor, ein Doktor. Ja, gut ist er schon. Und das Viech kann nicht auch, wenn es sein muss. Meine Kuh hat er letztens eine Kuh gemacht. Ich muss schon sagen, Respekt, Respekt. Und er hat sogar im Herrschaftshaus draußen am Land, da hat er ein Pferd. Das hat die Gelbsucht gehabt. Ja, das war rausgekommen. Nein, er hat halt viel zu tun und es ist ja so ein guter Doktor. Das kann sich gar nicht vorstellen. Das ist schon so. Stimmt. Wie kommt hier? Er kommt schon. Der Herr Doktor. Oho, da wimmelt sich auf ein Subjekt in meiner medizinischen Praxis. Also, da steht ja der Doktor mitten in seiner ambulanten Klinik. So.
Nur her mit den Schmerzen! Es wird verloren, wenn ich komme! Vier haben zahlt und drei sind noch in Behandlung. Das hört schon dir bitten, dass mir der Herr Doktor noch was verschreibt. Hab ich Ihnen nicht eh schon was verschrieben? Das Papier kostet ja was. Ja, aber ich spür halt allweil keine rechte Wirkung. Kann ich was für sein hartnäckige Natur? Titius Autotius Morimo Omnes. Was heißt denn das auf Deutsch? Nur brav eingenommen, wird schon besser werden. Dann für Gott, Herr Doktor. Für Gott, für Gott. Schon wieder mal sonst da werden. Au weh, au weh. Schau, mein Doktor. Hey, schau. Der Herr Hirschenwirt kommt da daher. Preisgau, eine Krank. Und die Kreislerin. Au weh, au weh. Herr Doktor. Und wie fühlt sie sich jetzt? Jetzt haben wir vor 30 Jahren. Viel schlechter. Au weh, au weh. Das ist schon so, gell? Ja, das ist schon so. Und die Frau Geislerin? Ich bin gesund, aber mein Maul. Sie schauen mir auch nicht so in Ordnung aus. Ich bitte um den Puls. Aber wollen Sie nicht zuerst den Herrn da euer Hirschen hier? Das wäre ja arg, wenn ich jetzt zwei Patienten auf einmal behandeln könnte. Ich bin erst den 79. und auf einmal so ein Schlechter. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, ja. Ah, und wie geht's denn Herrn Gemahl? Oh mei, der ist gar nicht so, wie er sein sollte. Das ist eine grassierende Krankheit für die Männer. Das fühle ich nicht so sein, wie es sein sollte. Herr Doktor, ja, das Auge liegt nur da schon schwächer. Ah, das gibt es schon für selber. Auf leichtem ist das ewige Licht. Und einen Grant hat Ihnen der Mau, einen Grant. Und eine Kölden hat Ihnen der Mau. Kold, ist denn so viel Kold? Kölden? Na dann kann es kein Fieber sein, weil du müsst eine abwechselnde Hitze haben. Herr Doktor, Herr Doktor. Von einer Hitze keine Spur. Das ist eine typische Ehestandserkrankung, dass die Hitze ausgeht. Herr Doktor, ja. Was werden Sie mir jetzt verschreiben? Na, Ihnen, Herr Hirsch, wird die gar nichts verschreiben. Was Sie für ein Maul sind, da riecht sie da durch, da kommt sie nur. Da brauchen Sie gar keinen Doktor. Mund? Mir fällt gar nichts. Wie wenn das so ist? Ja, da geht's mir schon viel besser. Ja. Wo, der Doktor? Mein Teil wird noch, Herr Doktor. Kann sein, gell? Sehr gut, danke schön. Dankeschön. Die Behandlung war ja leicht. Dankeschön. Herr Doktor, bitte. Schauen Sie auch bei uns vorbei. Wir kommen heute noch. Warum sind Sie denn gezorgt? Später. Ja, Geißel, was machst du, Alter? Wie geht's gut? Seid ihr Doktor? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, ist es noch? Der Herr von Malzer. Wie geht's den inneren zwei Ochsen? Ja, denen geht's gut. Die haben sauer ausgerührt. Ja, ja. Aber mir braucht allerweise auch Husten. Aber geh, du musst so empfindlich sein. Schau dir mal da mein Fenster aus. Wo soll denn da Fenster sein? Na, ist da. Da. Da draußen ist der Triton. Die da draußen waren noch froh, wenn sie das auch husten könnten. Ja. Hört ihr mich aus, du? Und also nicht so zimperlich sein und auf Wiedersehen, gell? Reiste Leute, muss ich nicht sehen. Was ist da los? Wird er mir umgestochen? Bitte, Herr Doktor, helfen Sie mir, die hat sich das Knie aufgeschlagen. Mein, so ein Botsche draus. Mein Gott, ja. Und dann war... Weißt du, normalerweise muss das zuerst innerlich versorgt werden und dann äußerlich. Aber fürs Innerlich bist du noch ein wenig zu klar, gell? Muss ich wohl eh einspringen wollen. So, na, das soll jetzt ein wenig brennen vielleicht, gell? Ah, das ist gut, schau. Jetzt tun wir schnell da, dass du es da schon aufgehalten hast, weil es doch geht schon wieder. Als nächstes Moment aufpassen, gell? Das muss schon sein. Gut aufpassen, wir nicht entschuldigen. Das ist recht, das zum Gleichen. Was ist das? Was ist denn wo hergehen? Ja, zum Wasser. Was? Dankeschön. Das ist ja recht. So, ich muss jetzt schnell fort. Aha. Zu ganz gefährlichen Patienten muss ich, gell? Wenn der Frau kommt mich, auf Sachs, ich bin in einer Viertelstunde,
bin ich wieder da. Hauptsache, was ist da los? Mein Dienst hat so gebraucht, ihm so Wickel gemacht und Degen. Okay. Aber nichts mehr. Mein Gott, na, du wieder da. Ist das noch? Wissen Sie was? Ich habe jetzt nicht Zeit. Ich muss geschwind vorzählen, Patienten. Geben Sie einen Sterz. Auf wird schon gut. Ein Sterz ist immer gut. Aber guck, hier ist Sterz. Am besten ist ein Hornsterz. Ein sauer geschickter Doktor. Unser Doktor, der ist so geschickt. So könnte man Bischof noch kaufen. Was? Da kommen schon wieder neue Patienten. Die müssen halt warten. Jetzt ist er nicht da, der hat die Zeit. Ah, der Name war auf der Tafel zu lesen. Kampfer, da sind wir schon richtig. Mhm. Ist der Doktor zu Hause? Nein, der ist gerade rausgegangen. Sie müssen ihm direkt begegnet sein. Fatal. Könnten Sie ihn vielleicht holen? Na ja. Ich kann sie versuchen, aber das ist, ja, jetzt leichter. Eilen Sie, ich bitte. Ja, wer machen? Also hier hoffen Sie, Ihre zweite Tochter zu finden? Hier muss sie sein, hier habe ich sie abgegeben. Und in der ganzen Reihe von Jahren haben Sie nie eine Erkundung eingeholt? Nein, ich war ja abwesend, weit, und ich habe ja nichts von ihr hören wollen. Unglaublich, nur auf einen Verdacht hin, Gemahlin und Tochter zu opfern. Ich habe meine Tochter nicht geopfert. Ich habe sie verlässlichen Händen anvertraut. Und jetzt werde ich sie reich und glücklich machen. Ihre Gemahlin starb in der vollen Überzeugung, dass sie nur mehr eine Tochter habe. Somit betraf es meine Mission, nur für die Ältere zu sorgen und nicht für die, die sie hier zu finden hoffen. Aber da sie voll Reue über ihre Tat sind, geläutert von der Nachricht vom Sterben ihrer Frau, habe ich keinerlei Verpflichtung mehr und gebe nun alle Papiere in ihre Hände. Es ist das wichtige Dokument dabei, das mir eine entscheidende Stimme bei der Gattenwahl ihrer Tochter gibt. Aber das ist nun alles ihre Sache. Oh, was ist denn da los? Das habe ich alles so noch auf die Füße. Das kann nichts Gefährliches sein. Deswegen habe ich denn meine Visite abbrechen müssen. Das geht schon. Er ist, alter Freund. Also schau, ja, geschwind die Trennungsjahr vom Gesicht gestaubt und er ist. Grüß dich, alter Baron Spezi. Wie schnell, wo ist meine Tochter? Was, die suchst du jetzt und bei mir? Ist sie tot? Na ja, das kann wohl über das gesündeste Mädchen, was kann man in 17 Jahren, aber ich wüsste nicht. Ja, also lebt sie, wo lebt sie? Ob sie lebt, das weiß ich nicht gewiss. Und wo sie lebt, das weiß ich gar nicht. Ja, ich bin sicher. Was hast du getan? Hast nicht du mich damals zum Vizevater ernannt? Ob ich dich dir abbrachen wollen von dem Schritt? Und entsetzlicher brauchst du mir nicht nennen. Du hast recht. Der entsetzliche bin ja ich, der die eigene Tochter unbarmherzig hinausgestoßen. Ja, damals warst du blind vor Eifersucht, weil du glaubt hast, deine zweite Tochter ist nicht von dir. Jetzt scheint mir, kommt die große Reue und das große Jammern, was? Lassen Sie den ersten Ausbruch vorübergehen und erzählen Sie mir das Ganze. Ihnen? Wer sind denn Sie? Ich bin der Arzt der Verstorbenen gewesen. Oh, Herr Kollege! Der Verstorbenen gewesen. Als Badearzt hatte ich die Ehre. In Ostende. Badearzt? Was ist denn das im Nossen, was ich im Druck unterbringe? Ich habe ein Recht darauf, den ganzen Hergang zu wissen. Ja gut, so, also hören Sie die Erzählungen. Also es war einmal ein alter Baron. Wir wollen ihn Felsbach nennen. Der sah in der Geburt seiner zweiten Tochter Mutter schuld und den fand Vater schwach, weil er glaubt hat, seine jüngere Tochter ist nicht von ihm. Da reiste die Baronin mit der älteren Tochter in die Bäder nach Ostende. Und sofort durchzuckte ein Racheplan die Seele des finsteren Barons. Seinen Schulfreund treu erprobt, wir wollen ihn Campbell nennen, bringt er die verhasste 11 Monate alte Tochter mit großer Geldsumme und befehlt, er soll dafür sorgen, dass nie jemand davon erfahre. Der Campbell geht das ein. Das Kind wird der Baronin fortgemeldet und der Baron verschwindet aus Stadt und Gegend. Der Campbell, auf Kinder nicht gar so gefasst, schickt die Kamplin
mit Kind und Geld zu Verwandten, zu entlegenen Verwandten. Sie kommt aber nicht dort an, kommt auch nicht zurück. Verschwunden sind Kind, Geld und Frau. Und nur durch Zufall erfährt der Kampel dann noch Johann aus der Zeitung dann über den Tod seiner verschwundenen Frau. Wo ist das geschehen? Das muss auch meine Tochter sein. Wir können hinschreiben und dann auch hinreisen, wie du willst. Und die Baronin hatte nie Verdacht geschöpft? Nie. Wir schicken ihr einen Totenschein, ausgestellt von Dr. Kampel. Wie konnten Sie sich zu so etwas hinreißen lassen? Den Baron entschuldigt blinde Leidenschaft, aber Sie? Meine Leidenschaft ist die Freundschaft. Ich habe das immer so verdrossen, dass man nur aus Liebe den ärgsten Unsinn begehen kann. Ich habe halt aufzeigen wollen, dass die Freundschaft keine geringere Leidenschaft ist. Jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt kannst du sie beweisen. Glaubst du, ich habe Wort darauf, bis du mir das sagst? In mir gären schon die Pläne, die Hoffnung nimmt Formen an, die Unternehmung nimmt Dimensionen an. Wie das ist die wiedergefundene Marianne. So hat sie geheißen, Marianne, das ist die, gell? Ja. Sie haben trotz allem Glück mit Ihrem Freund. Verzeihen Sie nicht. Forschen Sie, handeln Sie. Und ist das vergeben, so vergessen Sie nicht den furchtlosen Jammer, die Vatersorge, die Sie Ihrer älteren, vermutlich nur meiner einzigen Tochter schuldig sind. Ich trete sogleich meine Rückreise an. Ihre möglichen Erfolge berichten Sie mir. Denn niemand hat so wie ich den innigsten Anteil an der so unglücklich Verstorbenen genommen. Adieu. Adieu, lieber Freund. Voll Teufel, du. Jetzt sehe ich es ein. Das ist eine wilde Geschichte. Du kannst mir einen Trost gewähren, aber sprich die Wahrheit. Liebte deine Frau das Kind? Von ihrer Liebe weiß ich nichts Gewisses. Von ihrer Mutter liebe ich so gar nicht. Aber im Allgemeinen war sie sehr liebevoll. Weißt du, wie ich sie kennengelernt habe, hat sie geliebt. Schlosser, Brunner hat er geheißen. Und später dann hat sie dann aus Liebe zu mir verlassen. Und später hat sie dann auch mich verlassen. Mit Ronald ohne Liebe abgelaufen sein. Aber jetzt sag mir du, was hat denn dich so plötzlich zur Einsicht gebracht? Ein Brief von meiner verstorbenen Gemahlin. Den hat mir der Seedoktor nachgeschickt nach Florenz. Nach langem Nachforschen hat er meinen Aufenthalt herausgefunden. Und dann hat er mir auch noch geschrieben, wir sollen uns hier bei dir treffen. Und was war in dem Brief? Heilige, auf dem Sterbebette geschriebene Beteuerungen ihrer Unschuld. Und glaubst du, kann man auf dem Sterbebett noch lügen? Nein. Das Lügen ist eine Erfindung von und für Lebende. Im Tod muss die Wahrheit sein. Schon deswegen, weil es der Gegensatz zum Leben ist, nicht? Ich meine, ich habe mir nichts geschrieben auf dem Sterbebett. Früher einmal hat sie mir recht einen aufrichtigen Brief geschrieben. Und war da drin keine Anmerkung oder was zum Kind? Ich kann mich auf dem neu betretenen Lebensweg nicht mit einem Kind befassen und habe es daher in gute, sichere Hände gegeben. Steht es? Ja, ja, und warum brachte sie das Kind nicht zu dir zurück? Weiß ich's. Wahrscheinlich hat die Abenteurerin das ganze Geld verbraucht und jetzt ist mein armes Kind in Not und Elend. Ach, wir wollen ja gleich schrecklich die denken. Ja, dann lies weiter. Da kommt nichts mehr. Außer eine Schmeichelei für mich. Du bist mir in die letzten 3 Jahre unausstehlich geworden. Der Schlosser war ein lieber Mann, aber du? Ha! Dieser Schlosser war halt ihre erste Liebe. Von Anfang an ist er gar geglaubt, sie ist zu ihm zurück. Aber ich hab dann erfahren, dass er immer ein strenger Junggeselle gelebt hat. Ja, dann sag mir, was soll ich tun? Du befasst dich inzwischen mit der Vatersorge für die Ältere, so wie der Seedoktor gesagt hat. Ja, da brauche ich mir keine großen Sorgen machen. Und außerdem, sie kennt mich überhaupt nicht dem Namen nach. Weil damals, wie meine Frau mich verlassen hat sie wieder ihren Mädchennamen angenommen. Und das Kind hat dann von einem Onkel eine ungeheure Summe geerbt. Was? Eine reiche Millionärin? Die vielleicht schon habsüchtigen Verwandten in die Arme fällt. Ja, ihre Ankunft muss jederzeit jetzt passieren, bei ihrem Vorkommen, bei ihrem Vormann, Vormund. Das sagst du? Ja, das hat mir auch der Seedoktor verraten. Das sagst du mir mit einer solchen Seelenruhe? Siehst du nicht ein, dass gerade die am ärgsten dran ist? Mein Gott, die andere, lebt sie so, kriegen wir es, beglücken wir es, das ist Kennerei. Aber die, als Soloweise und Millionärin preisgegebene, du hast recht, ja.
Du, deine Adresse, schnell. Da hast du sie. Gut, fahr jetzt nach Haus, in einer halben Stunde bin ich bei dir. Und da werden wir dann den passenden Plan schmieden. Ich danke dir, mein Freund, dass du mich nicht allein lässt. Ist ja recht. In meinem Vaterschmerz und meiner furchtbaren Reue. Mein Gott, was muss sich diese verehrte Baronin denken über mich? Den Mithelfer an ihrem Unglück hier auf Erden. Ah, wahrscheinlich denkt sie sich gar nichts. Wie kann man das sowieso nicht vorstellen, dass die Jenseitigen an uns Diesseitigen da herüberdenken können? Die Guten gewiss nicht, denn die sollen ja selig sein. Und wie berichten sie das zusammen, dass sie uns vom Himmel herab in der Vogelperspektive betrachteten? Könnte es einen seligen Hausherrn geben, wenn er sehen müsste, wie seine liederlichen Buben auf sein mit Fleiß und Schweiß erbautes Haus eine Hypothek um die andere aufnehmen? Oder könnte es einen seligen Graukopf geben, wenn er sehen müsste, wie seine blonde Witwe ihre Trauerkleider als Liebesnetze verwendet? Oder könnte es einen seligen Schiller, einen seligen Goethe geben, wenn sie sehen müssten, wie ihr Don Carlos oder ihr Faust in so manchen Theater aufgeführt wird? Es war keine blöde Erfindung für die Römer und für die Griechen, dass man beim Hinübergehen ins Jenseits aus dem Fluss der Vergessenheit trinken hat müssen. Wer die Welt nicht vergisst, für den wird es kein Himmel geben. Das ist eine altgriechische Philosophie, die auch nach 2000 Jahren nicht überholt worden ist. Im Übrigen, was hat sich denn geändert an der Zeit? In der Form der Menge, in der Sache Blutmenge. Wie's einmal von Veterinärmedizin, kein Spur Menschenverstand war darin. Vom Wunder Doktor geheime Mächte beschwor, Zaubersprüch, Amulette, klingt am Kranken und sein Bette. Hab gesagt, bringt ihn ins Grab gestimmt, der Mond just grad abnimmt. Doch wenn der Mond aufnimmt, der Patient sich ja aufgibt. Man muss lachen, denkt man drüber nach. Doch schauen wir zuerst, wie's wurde in Heim zum Tag. Schauen wir zuerst, wie's kurieren heut zum Tag. Gegen Bruch und Angina, spitze Nadeln aus China, und der Darm sich verstopfen, muss probieren Notfalltropfen. Die Leber hat wie Leder, gibt's Qigong Ayurveda. Gegen Brechen heut zum Klotzen, Resonanz fällt Matrotzen. Solche Socken, die mochten's, die die Kasse nicht zahlt. Es ist alles uralt, nur in anderer Gestalt. Es ist alles uralt, nur in anderer Gestalt. Betrachten wir, wie's vor so vielen Jahren in puncto des Oberglaubens war. Erst das Eselspektakel mit den Delphi-Orakel. Dann in Gallien die Norma, die hat vorgesagt pro forma. Die roten Haar waren ein Schreck, drum die Hexen gehören weg. Noch sind umgestiegen Vampire, von halb elf bis vier. Man muss lachen, denkt man drüber nach. Doch schauen wir zuerst, was als Glaubheit zum Tag. Schauen wir zuerst, was als Glaubheit zu tun. Willi Hofer oder Bellen, diese Frage tut mich quälen. Mein Pendel, du in Fragen, ja, das wird's mir schon noch sagen. Frau Astrologin, ich bitte sie, soll ich halt mit der Mitzi? Soll ich vorm Chef mich bucken? Na, zerstör ich die Schalunken. Es kommt vor in der Zeit, die mit Aufwärmung prallt. Es ist alles uralt, nur in anderer Gestalt. Es ist alles uralt, nur in anderer Gestalt.
aber machen Sie schnell. Ich möchte nicht gerne von den Gästen gesehen werden. Jawohl. Da kommt er ja gerade. Ach, Wilhelm, bringst du mir Nachricht von ihr? Nachricht? Wie sollte ich? Ihr seht ja eh täglich. Es betrifft mich selbst. Gerade habe ich das Dekret erhalten. Ich habe die Anstellung bekommen. Das ist schön. Wen kann das mehr erfreuen als deinen Freund? Aber Ludwig, gib's zu. Du hast ein wenig nachgeholfen. Was fällt dir ein? Leugne es nicht. Dein Rang, deine Verbindungen. Und wenn es so wäre, du, dem ich das höchste Glück der Erde verdanke, du, der mir hilft, meine Herkunft zu verleugnen, nur damit ich ihr nah sein kann. Ja, wenn ich ehrlich bin, es ist schwierig genug. Aber du weißt schon, dass ich sie ehrlich und aufrichtig liebe. Hätte ich sonst meine Hilfe angeboten, aber... Und so lange kann es nicht sofort dauern. Der energische Schritt muss bald geschehen. Warum nicht gleich? Einige Tage lasse ich noch verstreichen, bis meine Mutter... Da kommt sie gerade. Ich sehe dich heute Abend noch. Unsere Gäste haben sich nach allen Richtungen im Garten zerstreut. Es zeugt von keinem guten Ton, von dem Mädchen nicht zur angegebenen Zeit zu erscheinen. Der gütige Himmel, der Vater der Weißen, er wird dem armen Kind doch kein Unheil haben zustoßen lassen. Ein Unfall auf so bequemer Reise, wie wäre das denkbar? Nun will ich aber der Dienerschaft, ich habe sie alle rufen lassen, in gemessener Rede ihren Verpflichtungen gegenüber der jungen Baroness, deren gesetzlicher Vormund ich bin. Mein Gemahl, du weißt, ich lieb das nicht. Es ist ein Moment, der nicht wiederkehrt in der Geschichte unseres Hauses. Bruder, ermahnen Sie auch zur Frömmigkeit? Das behalte ich mir für eine spätere Rede vor. Bedingte! Dienerschaft, es naht die Stunde, die Minute und der Augenblick, wo mein Mündel, die junge Baroness von Kellburg, die Eigentümerin dieses Palais, sie wird die erste Etage bewohnen. Wir werden in die Appartements in der zweiten ziehen. Es naht also die Stunde, wo, sage ich, eine der reichsten Erbinnen Europas ankommen, eintreffen und erscheinen wird. Ich ließ euch deshalb zusammenrufen, um euch in obiger Beziehung zu erklären, anzuzeigen und zu instruieren, dass jeder kennt seinen Dienst, für den er bezahlt wird und für dessen Vernachlässigung er entlassen wird. Also geht dorthin, wo er hingehört. Aber die Marvin, liebste Sidonia, du bringst mich und die soeben verscheuchte Zuhörerschaft um eine ergreifende Rede. Mein Gemahl, deine Manier, Reden zu halten, bringt mich um. Denk lieber ein wenig. Was? Und worüber soll ich denken? An Mittel und Wege, wie wir uns des fatalen Doktors entledigen können, der sich angekündigt hat und der ein gewichtiges Wort bei der Vermählung deiner Mündel mitzureden hat. Ja, wohl fatal. Die Vormundschaft über Baroness Pauline könnte das Haus Marschhausen auf jene ganze Stufe erheben, welche den Weg zur längst verdienten parlamentarischen Wichtigkeit eröffnet hätte. Nun kommt wie aus einer Wolke ein schwarzer Doktor auf unsere schönen Pläne herabgeschnallt. Es war ein entsetzlicher Einfall der Verstorbenen, gerade in diesem wichtigen Punkt der Gattenwahl ihrer Tochter einem Fremden solche Rechte einzuräumen. Mein Vormundschaftsgefühl empört sich. Einen Mann ohne Namen. Muschel heißt er. Einen Menschen ohne Herkunft. Für uns hat er nur zu viel Herkunft. Er hätte gar nicht herkommen sollen. Und kann jeden Augenblick erscheinen. Der Beschreibung nach trägt er schwarze Hosen und einen Hartopf. Einige haben ihn schon an öffentlichen Orten gesehen, diese Paracelsus-Karikatur aus dem vorigen Jahrhundert. Gesprochen haben ihn wenige. Ich wünschte, wir würden zu jenen gehören, die ihn nie sprechen müssten. Wir müssen uns demütigen Herzens den Unvermeidlichen fügen. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen mit vereinten Kräften seinen Einfluss verhindern. Wir geben uns nun feierlich die heiligste Versicherung,
keinen Bewerber, um Paulinens Hand anzunehmen, ohne den anderen davon zu verständigen. Gemeinsam sind wir stark, getrennt führen wir machtlos sein. Da in der Einheit die Kraft und in der Kraft. Mein Sohn, wie gerufen, mein liebster Gemahl, Gäste kommen auf uns zu, eile ihnen entgegen und unterhalte sie ein wenig. Ich werde auf der anderen Seite dein Amt übernehmen. Sogleich, meine Liebe, sogleich. Liebste Mutter. Mein liebster Ludwig, dreimal habe ich nach dir geschickt und nie zu Hause. Mich freut's, dass du dich nach mir sehnst. Nimm diesen Kuss dafür. Oh, Ludwig, die Gäste. Sollen die mich hindern, meine Mutter zu umarmen? Du weißt, Ludwig, ich liebe dich sehr. Jenen letzten Spross eines altadeligen Hauses. Doch Gefühle gehören geschliffen und sie zur Schau zu stellen, wäre nicht angebracht. Wenn es so ist, liebste Mutter, dann hast du einen ungezogenen Sohn. Und das sind die Folgen deines Umgangs. Oh, welchen Kummer bereitet mir deine schlechte Gesellschaft, in der du dir zu gefallen scheinst. Mir können sie Unrecht tun, aber die Gesellschaft, die sie schlecht nennen, muss ich in Schutz nehmen. Es sind Leute, die sich ihr Brot selbst verdienen müssen. Und ich weiß nicht, warum gerade die arbeitende Klasse schlecht sein sollte. Schweig! Du weißt, ich dulde diese Reden nicht. Geh in dich. Ich habe Ihnen gerade gesagt, liebste Mutter, wie es in mir aussieht. Dann geh eben nicht in dich, sondern in die Kreise, denen du angehörst. Du ziehst dein und deiner Familienglück mit Füßen. Es handelt sich um das Höchste, um deine Vermählung. Ich soll mich vermählen? Ja, mit der jungen Baroness von Kelburg, der Mündel deines Stiefvaters, der reichsten Erbin Europas. Das wäre eine traurige Sache. Sie ist ein reiches, sehr reiches Mädchen. Und nun soll sie durch mich eine arme Frau werden? Und das wäre sie an der Seite eines Gatten, der sie nur des Geldes wegen nimmt. Bring mich nicht zur Verzweiflung. Du wirst. Du musst sie lieben. Da wäre nur noch die Frage, ob sie mich lieben wird. Ludwig. Du darfst nur wollen und du wirst dir gefallen. Eine wahrhaft mütterliche Antwort. Ich muss dich dafür schon wieder küssen, obwohl... Scherze nicht, es geht um die schönste Hoffnung meines Lebens. Wahrhaftig, Mutter. Mit Bestürzung höre ich diese Worte. Wir werden gestört. Einige Damen kommen auf uns zu. Ich muss ihnen entgegen. Wir sprechen uns noch. Und so deckt die erste Wolke gleich den ganzen Himmel meiner Liebe zu. Von Gerbrand heißt er, meinen bedeutungsvollen Wink voll verstanden hat, er folgt mir auf dem Fuße. Nun, mein hochwertes Fräulein, darf ich auf Ihre Unterstützung hoffen? Der Himmel hat mich erleuchtet und ließ mich einen anderen Plan ersinnen. Oh, edelste Jungfrau! Entfernen Sie sich unter irgendeinem Vorwand also gleich? Noch vor des Fräuleins Ankunft? Das erste Zusammentreffen muss unter einer anderen, wirkungsvolleren... Man soll uns hier nicht zusammen sehen. Morgen früh erhalten Sie Nachricht. Eilen Sie! Ich gehorche. Sie wenden sich zur Unzeit an mich. Soll denn die ganze Welt wissen, dass ich Ihnen Geld schulde? Im Gegenteil, ich wollte nur... Erfahren, wie meine Werbung steht, nicht? Vortreffen. Lassen Sie nur erst die reiche Erbin hier sein, dann sollen Sie selbst sehen. Ja, ich will es hoffen. Und ja, nur keine Nebendächtelmächtelein, so wie das mit der Tochter vom Schlosser, wenn sowas nur aufkäme. Das Mädchen ist zu reizend und ihr Widerstand macht mich täglich rasender verliebt. Rasender? Sie rasen ja auch mit meinem Geld. Und nun beruhigen Sie sich. Sie haben sehen, habe ich nur erst einmal Erfolg bei ihr so, weil ich die Flamme schnell. Und überhaupt diese Leute, ich weiß es. Sie können nicht einmal lächerliche 100 Gulden für die Hausmiete auffüllen. Mehr brauche ich mir wohl nicht zu sagen. Wenn ich aus der Such wieder gut rauskomme, ich leide nie wieder auf Heiratsaussichten. Jetzt zittern Sie nicht gar so sehr. Wer will denn nicht zittern? Bei so einer reichen Erbin spekuliert ja alles, was mit zwei Beinen am Boden steht. Da kommen schon die nächsten zwei. Oh. Halbig und brach, hey, der Teufel soll sie holen. Bist du denn nicht? Weil der Teufel holt sie nie das, was man will. Sollen diese beiden Burschen nicht zu vertreiben sein?
dass wir Nebenbuhler sind, soll übrigens unsere Freundschaft nicht stören. Ach, das hoffe ich auch. Nur nicht so laut, meine Herren. Derlei Pläne hübsch im Stillen gemacht. Man gibt sie dann leichter wieder auf. Von Aufgeben, Herr von Zankenburg, ist gar nicht die Rede. Wer weiß, wer weiß. Wenn Sie nämlich Baroness Caroline meinen, die soll hässlich sein wie eine Vogelscheuche. Wir sind Krögel, die soll das nicht verscheuchen. Und auch Kränklich. Der Kränklich sollte sein. Kränklichkeit ist ja nicht unbedingt die schlechteste Eigenschaft reicher Erbinnen. Jawohl. Man spricht von epileptischen Anfällen. Lächerlich, und wenn auch da... Es gibt aber auch noch Eigenschaften, die jungen Männer nicht lächerlich sein können. Und die wären? Makel am Rufe der Braut, welche die Ehre des Mannes beflecken. Lächerlich, die junge Baroness ist mit 12 Jahren in eine klösterliche Pension gekommen. Sie hat wirklich gar keinen Ruf. Aber ihre Mutter hat einen, und zwar den schlechtesten, den man sich vorstellen kann, mit sich ins Grab genommen. Was? Man munkelt hier von einem Gemahl, dessen Namen sie nicht einmal führen darf, der sie vor Jahren davon gewirkt, als eine elender Lump. Was war das? Es, ja. Impertinente Frechheit, wer frecht sich? Brav, brav, das gefällt mir. Was, mein Herr? Diese fremde Erscheinung. Ich höre Ihnen schon die längste Zeit zu und jetzt ist es mir einmal zu viel geworden. Ah, Sie sprechen von Gärtnerburschen. Freilich, von Burschen, die herumstehen im Garten. Schaffst du Arbeit? Sind wir das? Nun, als Gäste dieses Hauses sollten wir uns nicht unbekannt bleiben. Also mit wem haben wir die Ehre zu sprechen? Ich bin der Dr. Muschel, Badearzt aus Ostende. Unendlicher Freund! Danke, Herrn Zau. Herr Chagressere freit Kopo. Also, Medikus der Seebäder. Ja, mein Schwager hat sie braucht, die Seebäder. Aber ihm haben sie nichts geholfen, was seinem Herz übel. Für einen schlechten Mohn, für schlechte Leber, da helfen diese oberflächlichen Behandlungen. Aber für ein schlechtes Herz nicht, da muss man schon tiefer hinunter, auf den Meeresgrund. In Meer liegt Kraft und Weisheit. Und wie, Herr Doktor, wie wollen Sie uns das demonstrieren? Ganz einfach. Schauen Sie sich einmal die Ungeheuer der Erde an. Den Schlamm, das den Elefanten und das Nashorn, das alles sind nur Zwergkasern gegen einen gesunden Walfisch. Sogar die Riesenschlange fühlt sich nur wie ein Regenwürmer der Seeschlange gegenüber. Hört sie auf, die Seeschlange ist ja eine Fabel. Deswegen hat sie so eine fabelhafte Größe. Das alles ist Beweis für die Meereskraft. Ich weiß nicht recht, was ich von den Burschen halten soll. Mir kommt was vor, als ob... Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie! Die Gesellschaft wird uns sicher vermissen. Ja. Wir erwarten uns sehr gerne. Herr Doktor, wir empfehlen uns auch wieder schauen. Ich empfehle Ihnen meine Doktorkunst und die Seebäder. So war er uns beschrieben. Es kann kein anderer sein. Herr Doktor? Wo fällt's? Ah, verzeihen Sie. Ich will sagen, mit dem habe ich die Ehre. Sie müssen denken, ich bin immer mit den Gedanken in der Praxis. Ich bin der Sohn des Hauses, wo man seit 2 Tagen den so einflussreichen Mann erwartet. Werter Herr Haussohn, Sie schauen kerngesund aus und tun doch so, als ob Sie mit mir was sein hätten. Ja, Herr Doktor, Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sie waren damals in Ostende, als Paulines Mutter starb. Und ich weiß, und wir alle wissen, dass die Verstorbene Ihnen ein großes Mitspracherecht bei der Verheiratung Ihrer Tochter gegeben hat. Ah, ich verstehe schon. Sie wollen sich bei mir einschmeicheln, damit ich Ihren Heiratsabsichten mit der mehrfachen Millionärin nicht im Weg stehe, gell? Herr Doktor, erlauben Sie mir die Bemerkung, mit Ihrer Diagnose liegen Sie ganz falsch. Ja, meine Mutter hat diesen Plan, aber ich... Ah, Sie laborieren einem Herzöbel. Ich liebe ein braves, aber armes Mädchen. Naja, das ist ja bloß eine junge Burschen, selten eine Todeskrankheit. Bei mir ist sie es, deshalb beschwöre ich Sie. Treten Sie den Plan meiner Mutter entgegen. Sagen Sie ihr... Wollen Sie mir vorschreiben, beim Rezepte verschreiben? Ich bin der Doktor. Ich ordiniere. Also hätte ich in Ihnen einen rettenden Freund gefunden? Voll die Krankheitsgeschichte. Seit wie lange haben Sie denn diese Empfindungen? 6 Monate sind es. 6 Monate? In Herzensangelegenheiten sind 6 Wochen schon völlig chronisch. Und wo muss sich verdauern? Ah, seien Sie, denn schon wieder den vorliegenden Fall angepasst. Warum Sie sich verliebt? Im Hause eines braven Fabriksarbeiters namens Brunner,
Ein Schlosser ist. Ein Hunder, was? Wie? Sie kennen ihn? Na, aber wer sollte ich denn? Aber hat denn der eine Tochter? Wen sollte ich denn sonst lieben, wenn er keine Tochter hätte? Ohne Zweifel. Also erste Liebe. Sie ist ein Engel. Dann kann es nicht früh über 18 Jahre alt sein. So alt ist sie. Und heißt? Ändert das die Sache, wenn ich Ihnen sage, dass sie Nettchen heißt? Nettchen? Marianne, Anna, Nina, Nanni, Nanette, Nettchen. Das sind alles nur Variationen von Marianne. Fingerzeig, Schicksalsweg. Ich hab, glaube ich, schon eine Spur. Was haben Sie denn hier? Eine Spur. Da ist doch dieser höllische Quacksalber. Welcher des Himmels Zorn uns sendet. Ach, sehen Sie. Ha, er ist der Gefeierte, der Hochberühmte. Der sehnlichst Erwartete. Ich begrüße den Äskulap vom Nordseestrand. Der Mann Gottes, durch den die Allmacht Wunder an den Kranken wirkt. Na, ich bitte, das ist nicht gar so arg. Man reißt zwar hin und wieder und heraus, für den kein Mensch mehr ein Briesel der Backgabe oder zu viel Bescheidenheit. Nix Kranks in der werten Familie? Na, der war alles gesund. Schon. Ich hätte so gern meine großartige Heilungskunst angewendet. Aber wer weiß, was noch geschieht. Steckt manch einer in keine guten Haut und weiß gar nichts davon. Eine wahrhaft gute Haut. Die finden wir eigentlich selten. Ach, oh, die meinige? Ist vorzüglich. Ja. C. Dauerhaft. Pergamentartig. Und bin doch schon im 60. Bruder, wir vergessen ganz, die Schwägerin weiß noch nicht. Ja, ein Flieg. Sie wird entzückt sein. Die Mutter soll es ja gleich erfahren. Herr Doktor, wir sind allein. Ich hoffe, Sie finden da nichts Schauerliches dran. Keineswegs. Aber die Augenblicke, die sind gezählt. Das klingt durchaus etwas schauerlich. In 2 Minuten vielleicht kommt meine Frau. Das ist manchmal sehr schauerlich. Sie haben sich eben in so schmeichelhafter Weise über mein ganzes Naturell ausgesprochen, dass ich hoffen kann, in Ihnen einiges an Sympathie geweckt zu haben. Die Augenblicke sind gezählt, also ohne Vorrede. Ihnen gebührt quasi testamentarisch ein entscheidendes Wort. Bei der Verheiratung der Mündel. Na und? Ich bin der Vormund der Mündel und noch dazu ein ausgezeichneter, klugweise, scharfsinniger Vormund. Ich brauche schon nur zu fragen, wem soll man es denn geben, die Hand des Millionenmädels? Das ist meine ganze Verpflichtung. Sie sind ein herrlicher Mann! Ohne Zweifel haben Sie sicher schon was in Vorrat. Das ist es eben. Sie müssen wissen, dass ich ein großer Redner bin. Nur ist der Umstand. Man hat mir den Weg zur parlamentarischen Wichtigkeit bisher nicht eröffnet. Ein furchtbar, wie der Staat blind ist. Nun kommt ein Mann, der mit seinen hochverzweigten Familienverbindungen die Pforten des Ruhms aufsperrt. Und als Sperrgeld dafür verlangt er die Hand des Mündels. So ist es. Na ärger als dann, so gibt man's ihm halt. Hochherziger Mann! Darf ich Ihnen denjenigen gleich vorstellen? Na freilich, ich muss doch wenigstens pro forma sagen können, das ist der Mann meiner Wahl. Oh, glorreicher Doktor, sogleich bringe ich ihn. Den Herrn von Zackenburg, sogleich. Zackenburg hat der gesagt. Hat er mich schon mal gehört. Ich erfasse den günstigen Augenblick. Zu was ist er denn günstig, der Augenblick? Mein Herz vor Ihnen zu öffnen. Und ein Augenblick ist auch einen Augenblick vorbei. Es handelt sich um das Seelenheil der verwaisten Baroness. Wissen Sie, meine Verpflichtung als Doktor ist es dafür zu sorgen, dass die Leute so lange wie möglich nicht selig werden. Das Mädchen hat einen kolossalen Reichtum, das könnte ihr verderben werden. Das verderben darf sie sich daran nicht. Sie kann nicht, weil sie glaubt, sie hat so viel Geld, kann sie sich nicht überessen. Da müssen sie recht drauf schauen, dass sie nicht so isst. So meine ich das doch nicht. Mädchen bringt ihren zukünftigen Gatten Millionen zu. Und der Reichtum ist in der Hand des Frommen ein Segen, aber ein Fluch in der Hand des Ruchlosen. Da müssen wir halt schauen.
dass man recht einen frommen Jüngling findet für Sie. Es muss aber einer von den ganz Frömmsten sein. Das ist schwierig heutzutage. Heiligen jungen Leid, das soll ja wahr, ich tauge nichts. Keine Gottesfürchtigkeit mehr. Ich gehe nicht einmal mehr in die Kirchen. Das ist schauerhaft. Ich wüsste wohl einen jungen Mann mit allen frommen Eigenschaften. Was? Ihr meinen frommen Jüngling in Vorrat? Na ja, falls dann. So gibt man ja halt. Sie sind ein Engel des Himmels. Ein Engel sind wohl Sie. So besorgt um eine Weise. Das kann nur ein Geschöpf sein, was selbst Kinder hat, die was das weiß. Sie irren, ich bin unvermählt. Was? Sie sind ledig? Das ist garstig. Nämlich vom Schicksal garstig. Dass es Ihnen ohne Lebensgefährten leben lässt. Ich bin ein Fräulein ohne Vermögen. Na ja, das gibt sie jetzt etwas selber. Wie meinen Sie? Na, das wäre ein schöner frommer Jüngling, wenn er die Millionenbrautverschafferin nicht mit einem ordentlichen Kapital honoriert. Na, erwähnt hat das wohl? Na, ehrgeiz dann, da erleben wir wohl deine Hochzeit. Na, Herr Doktor, das wäre ja... Ah, ist denn doch was? Was ist denn das? Alles hängt schon da. Ein Reisebon! Na, der Fürst der Wissenschaft geht einem vor. Meine ledige. Oh, ich werde es mir nie verzeihen, Sie als Letzte in diesem Haus willkommen zu heißen. Das macht doch nichts. Sie ist da! An Ihrer Seite will ich die Mündel meines Gemahls empfangen. Bitte sehr, gehen wir. Ich sollte mal nur ein Schreiber. Pfui, ja, aber es wird mit der
Zeit mehr werden und dann werden wir unsere liebe Tante nicht vergessen. Oh, warum hat die Natur mich nicht zu so einem sauberen Weib gebildet wie die? Ich war nicht so dumm. Ihr wisst schon, was ich da mit meiner Schönheit. Ich hätte schon auch gut über die gemacht. Die Mannsbrüder werden mir zu Füßen legen, sagt er das. Ja, aber die Natur ist ungerecht. So, und jetzt gehe ich aber, damit die nicht toben, wenn der seinen Zins holen kann. Also ich und der Vater, wir sind zwar so ordentliche Leute, aber der ist ja mit gar nichts zufrieden. So, Mädels. Komm, geht's nach Haus. Weil es ist schon recht finster draus und davor war ich wohne doch recht weit weg. Gute Nacht, Mamsel Happy. Gute Nacht und kommt zwar in der Früh nicht zu spät. Okay. Endlich allein? Was haben Ihnen meine Lehrmädel denn getan, dass Sie so... Was Sie mir getan? Sie rauben mir ständig die Gelegenheit, Sie einmal allein zu sprechen. Und eben nahmen Sie mir das Glück, Sie eine Viertelstunde früher zu sehen. Das wäre wahrlich ein Glück gewesen, wenn Sie eine Viertelstunde früher kommen wären, Herr von Zackenburg. Ist es möglich, Mädchen? Ja. Weil eine Viertelstunde früher wäre die Tante noch daheim gewesen, dann hätten Sie ihn mit ihr prächtig unterhalten können. Ach, grausame. Sie spotten über meine Leidenschaft. Wenn schon Ihr Herz nicht für mich spricht, so lassen Sie doch wenigstens den Verstand zu Worte kommen. Mein Verstand ist ein Armenleitverstand. Der traut sich vor so einem vornehmen Herrn nicht heraus. Und dennoch spreche ich zu Ihrem Herzen. Können Sie ohne Mitleid meine Verzweiflung oder meine hoffnungslose Liebe ansehen? Und bedenken Sie, dass Ihnen Fälschung und Obdachlosigkeit droht und dass nur ein einziges Wort, eine einzige Silbe der Zuneigung genügen würde, dass ich Ihnen meine Güter vertrauensvoll zu Füßen lege. Also so arg ist mit der Not doch nicht. Und wenn schon, dann würde einer von einer anderen Seite hochkommen. Mädchen, ich hab's, ich hab's. Die Anstellung hat das gehört. Beides, eines durch das andere. Ah, Herr von Zackenburg. Ich wollte Ihre Frau Mutter. Der ist aber nicht daheim. Es wird ihr sicher sehr, sehr, sehr leid tun. Mädchen, sag zu der Mutter, da sind die 100 Gulden, gell? Ich leg's da ins Ladlein nicht, damit sie es weiß mit Kampfen. Sehen Sie, Herr von Zackenburg, der Vetter Wilhelm, der hat Kredit, jetzt ist uns Gulden auch ohne Ihnen. Was? Sie wollten meiner Mutter Geld leihen? Ja, und mein Herz wollte als Bürgschaft. Haben wir da nicht auf Wucher gegangen? Die Mamsell beliebt zu scherzen. Das ist kein Scherz. Das will ich wohl stark kaufen. Schau, dass du ihn los wirst, sonst könnte die ganze Sache gar schief gehen. Herr von Zackenburg, ich empfehle mich. Oh Nettchen, nichts um alles in der Welt könnte mich davon abhalten, Ihnen zu sagen, dass meine Liebe an der Raserei grenzt, dass jeder Widerstand sie nur noch mehr entfacht, dass sie die meine werden müssen. Ich verbiete mir solche Reden. Da bei mir. Es ist schon ein ganz eigenes Gefühl, wenn man weiß, dass der Zins da hinten in den Tisch drinnen liegt. Auf Wiedersehen! Meine Liebe verfolgt Sie bis ans Ende der Welt. Am Ende der Welt ist die Welt mit Brettern verschlagen. Reizendes, besonderes Geschöpf! Verflucht! Und, sind Sie auch am Ende der Welt? Frechheit! Sie verhöhnt mich! Na, die sollte mich kennenlernen, wenn sie nur nicht so verdammt reizend wäre. Lächerliche Tugendheldin. Ach, was Tugend. Am Ende liegt es ja doch nur am Geld. Der hat schon halb gewusst, dass Hilfe von einer anderen Seite kommt. Wer weiß, bis wann das Volk wieder so in die Tinte fällt, da darf ich mir die Gelegenheit doch in der Tat nicht entschlüpfen lassen, hier als Retter aufzutreten. Nun... Die Gelegenheit ist günstig, das Mittel gut und billig. Die 100 Gulden werden auch nur auf Zeit in Verwahrung genommen und später freilich unter gewissen Bedingungen mit reichlich Prozenten rückerstattet. Das Verschwinden dieser Banknote versetzt sie abermals in Not und das Rettungsschiff segelt unter meiner Flagge. Oh, hier kommt jemand. Verflucht, vielleicht kann ich hier... Was ist da? Gar kein Mensch da. Hallo? Ein Mensch doch herein. Und da das zugesperrt.
Gerichte, die es zugespürt, ist seine offene Anweisung an die Linke. Die ist offen. Aber finster ist drinnen. Da schau her, da drinnen steigt einer aufs Fensterbrett auf. So ebene Erde kann das kein Selbstmörder sein. Was ist denn da? Da drinnen steigt einer, dann muss ich schon kennengelernt habe, ein Fenster hinaus. Mir kommt da vor, ich komme da als Beschütze zu spät. Weil hoffentlich bestätigt sich meine Vermutung und das Mädel ist das Kind. 18 Jahre müsste sie jetzt sein. Wie ich das letzte Mal mit ihr gesprochen habe, war sie 11 Monate alt, da hat sie noch gar nichts gesagt. Aber er, der Schlosser, der könnte mich noch kennen von der früheren Zeit, damals, wie ich ihm sein Gespusi ausgespannt habe. Ich glaube, es ist gescheiter, wenn ich auch da als alter Doktor auftritt. Nobler Besuch. Wer kann das sein? Guten Abend. Es ist niemand zu Haus. Verzeihen. Mir scheint, Sie halten mich für den Herrn von Haus. Das ist nicht, Michael, weil schlecht bin ich selber. Aber was? Also Sie sind der Schlosser Bernhard Brunner? Ich bin der Schlosser, bei dem alle Türen offen sind, weil ich nichts zum Versperren haben. Die Tür da ist aber zugesperrt. Ja, die Tür, weil da ja meine Schatzkammer drinnen ist. Aber ich setze mich mal inzwischen daher und Sie können mir sagen, wer Sie sind und was Sie wünschen. Ich bin der Dr. Muschel. Ah, da müssen Sie eine gefällte Adresse kriegen haben, weil wir sind alle Gott sei Dank wohl auf. Ich gehe doch recht in der Annahme, Sie haben ein Mädel im Haus. Ja, eine Tochter. Aber wem seine Tochter? Ja, die meinige Herr. Sie. Wenn Sie eine Tochter haben, warum haben Sie dann keine Frau? Das ist aber eine komische Frage. Kann ich keine Witwe sein? Das Mädel ist 18 Jahre. Also, Sie müssten nach den Prinzipien der Legitimität vor 19 Jahren geheiratet haben. Also Herr, wie kommen Sie mir vor? Ach, ja, alter Doktor. Ja, das kann jeder sagen. Weißt du, Sie gehen gleich, bevor ich grob werde, weil mein Mädel fällt eh nichts. Wir brauchen denn nur einen geraubten Mädel was füllen? Schauen Sie her. Ich komme in guter Absicht. Ich habe quasi eine Sogerei in mir. Es ist Michaeli. Ihr seid zum Zins verlegen, habe ich recht? Na hören Sie, jetzt wird's mir. Genieren Sie sich nicht. Schauen Sie, zu Michaeli sind ganz andere Leute in Verlegenheit. Und ich meine halt, so ein 100-Gulden-Banknoten könnte ich schauen, was? Sie wollen mir Geld geben und fragen um meine Tochter? Jetzt wird's mir zu arg. Dann greift da gar nichts an. Fang ich an mit dem Kerl. Ruhig, lieber Mann, ruhig. Aber sag's es mir. Seid ihr wirklich der Vater? Also hören Sie, zweifelt wer dran. Wenn irgendjemand irgendwas gegen das Mädchen im Schilde führt und glaubt vielleicht, er setzt es leichter durch, wenn das Mädchen angenommen ist, wäre, dann soll er kommen. Dann werde ich mich auf eine Art und Weise legitimieren, dass es seit Lebens nicht vergisst, dass ich der Vater bin. Es handelt sich aber um das Glück Ihrer Tochter. Vielleicht auch um das Ihrige. Kein Wort mehr, oder? Lass du nicht einmal ausreden, der Mensch. Da, und jetzt schauen Sie, dass es weiterkommen da, oder? Ach, was, Schwager, ich sehe, du hast gerade in der Arbeit. Du kommst auch gerade zur richtigen Zeit heim. Mit dir habe ich auch noch was zu verhandeln. Ach, tu dir nichts an. Ich warte, bis du vierte bist. Es ist ja nur, weil ich fragen wollte, welcher Tochter. Himmelkreis, keine Sünden mehr. Und um eine Herr bitte ich noch. Wenn Sie mich auf der Straße treffen, dann grüßen Sie mich bitte schon nicht. So, und du kommst jetzt zu mir einer rauf. Auwe, das wird jetzt wieder ein Budget verhandeln. Mir scheint, aus der Schwägerin kriege ich leichter was heraus. Aber ich kann mich nicht davon trennen, von der Vermutung, das Mädel ist das Kind. So leg ich halt als professorischer Sorgfalt die 100 Gulden von Heini und geh dann meine Wege. Was wünschst du denn, mein Sohn, Sie? Ich hab gerade mit dem Bernhard Brunner hab ich geredet. Ja. Entschuldigen Sie. Schau, dass er ängstlich zu sich gesteckt. Das Streiten. Komm mit dem Geld, das ist schon spät. Was ist das?
Das ist entwendet. Der Fremde und sein verdächtiges Wesen. Mein Herr, hey, der Hauptmann, bleib da. Mein Herr, ich bin in die unangenehme Lage versetzt, Sie fragen zu müssen, was Sie so eigentlich zu sich gesteckt haben, als ich den Hof da betrat. Ich stecke nur mein Eigentum ein, aber Ihre Frage ist eine Grobheit, die stecke ich nicht ein. Und trotzdem muss ich Sie nur noch dringender wiederholen. In diesem Laden hier, da war nämlich... Es geht mir nicht auch nichts an, was da drinnen war. Da schauen Sie her, ich habe nur meine 100 Gulden da eingesteckt, das ist gar nichts. Jetzt hört auf mit dem blöden Scherz und geben Sie das Geld wieder her. Was? Das Geld da her, habe ich gesagt. Der treibt Straßenraub im eigenen Garten. Wollen Sie sich erklären, Herr Bock? Okay, links. Was ist denn da los? Ah, lassen Sie mich jetzt fort, gell? Ja. Ich hab Ihnen die 100 Gulden dort in das Laden eingelegt. Der macht sich das Vergnügen und okay. Dann nimmt er einfach. Was? Stellen du damit nicht erzählen, sei doch eh jeder sein Geld zur Not an die Braut. Okay, hör einen Schwank her und eine mit ihm. Ja, jetzt leiden Sie, seid doch gescheit. Ich hab doch die 100 Gulden nur da herlegen wollen. Ja. Dein Ausleid ist mir zu blöd. Zuerst was stellen und oft sagen, man hat was hinlegen wollen. Ja, schaut man zu sich vor die anderen Liebe, bei denen nichts Besseres einfällt. Ja. Ein Gift mir jetzt auch, der kommt jetzt nicht mehr aus. Ja. So, mich aus jetzt! Aber jetzt zum letzten Mal, gell? Ah! Wollen Sie jetzt gutwürdigerweise entlegen? Zu was gutwürdig die Justiz muss auch befreit haben? Jetzt Schwager! Schwager! Ein Raum haben wir gehabt! Ja, wirklich. Das ist ein Spektakel. Der ist auch noch da. Ja. Da wäre nicht übel, wenn er uns auskommt. Wollen Sie fort? Ja, wirklich. Der Lehrer ist geschehen. Ich hab den Menschen da, auf frischer Tatata, wie das Geld brauchen Sie da rein. Ja, und gleich 100 Gulden schnipfen wollen. Also eine Schlechtigkeit. Ja, wirklich. Es seid ganz im Irrtum. Seine Schlechtigkeit besteht darin, dass er mir hat 100 Gulden geben wollen. Wieso oh, schaut's aus? Oh. Ja? Fort mit dem, wenn wir die Gaule immer da. Ja, machen auf. Liebes Mädchen. Himmel, wie seh ich? Oh, welch ein Glück. Der Herr Baron. Also was? Der Herr Baron, der wird's Ihnen schon sagen, der Herr Baron. Ja, wo ist er? Hab's keinen Baron gesehen? Nur gehört's auf. Hier, der Herr Baron von Auenheim kann garantieren für mich. Ich hab gerade soeben die Ehre gehabt, mit seinen Herren Eltern wohl gespeist zu haben. Nicht wahr, Herr, was funkt das denn so? Nicht wahr, Herr Baron? Was so? Ludwig, sag ihm, dass du der Ludwig Heim bist, der brave Gerichtsschreiber und Liebhaber von meiner Nette da. Ihr sagst es ihm halt. Ja, was ist denn? Du schaust ja aus wie einen schlechten Christen, sein Zwillingsbruder. Dieser Herr hat die Wahrheit gesagt. Los, aber Ludwig, du bist ja kein Baron, hör auf. Ich bin's. 6 Monate lang hast du das Vertrauen von armen Leuten missbraucht und dir im vornehmen Wolf gelacht. Herr Baron, diese Ehre! Was hält mich eigentlich auf? Schwager! Okay. Ach, da haben wir saure Geschichte. Betrüger! Verführer! Um Gottes Willen! Ich glaub, mir ist schon schwer. Komm mit mir! Geh mal in die Kammer, weil jeder Blick von dem Elenden da ist gibt! Ohnmacht am Volk mit dem Griff nach den Herzkammern. Hören Sie mich! Nicht jetzt, Ludwig. Ich beschwöre dich, bitte. Ich, Unglückseliger. So, schauen Sie her da. Das. Das muss geschwind gebracht werden. Und ja. Da haben Sie die 100 Gulden. Aha. Und das soll ich jetzt ein Hausherrn alle auf einmal in Rachen reinstecken? Nein. Alle Stunden. 2 Esslöffel voll. Ah, da kommen sie wieder. 2 Stunden waren sie jetzt am Friedhof. Schon bemerkenswert, wie sehr sich Cecilia um die Baroness bemüht.
Ich danke Ihnen vielmals, liebes Fräulein, dass Sie so gütig waren auf dem wehmutsvollen Gange der Trauer, als milde Engel des Trostes mir zur Seite zu sein. Ich mache mir Vorwürfe, diese Idee angeregt zu haben. Es hat Sie so tief erschüttert. Nicht doch. Sie begegnen doch nur dem Bedürfnis meines Herzens. Und es tat gut, auf dem Grabe meiner Mutter Tränen zu vergießen. Die Baroness kann nicht im Trauerkleid zum Diner erscheinen. Ordnen Sie die entsprechende Toilette. Zu Befehl, gnädiges Fräulein. Gnädigste Baroness, nennen Sie mich nicht so, wenn Sie wüssten, mich das abschreibt. Sagen Sie doch einfach Pauline zu mir. Nur zu gültig. Sie zeigen die seltene Tugend der heiligen, göttlichen Demut, die man sonst nicht bei reichen Erbinnen findet. Eine Frage. Was sagt Ihnen der Mann, der uns die Familiengruft aufschloss? Sie sahen bei dem Gespräch immer wieder zu mir. Ich fragte ihn, ob jener junge Mann sich dort öfters einfindet, der, Sie werden es bemerkt haben, fast vernichtend vor Schmerz an einem Grabe kniete. Ja, ich habe ihn bemerkt. Nun, was hörten Sie über ihn? Auch er beweint den Tod seiner Mutter. Und seit sie sie ins Grab gesenkt hat, kommt er jeden Tag hin, um dort zu beten. Es ist so ein bitterer Schmerz, die Mutter zu verlieren. Sein Name ist Isidor von Gerbrand. Früher kam er öfter in unser Haus, aber seitdem dieser harte Schicksalsschlag getroffen hat, kommt er nur noch selten. Er muss ein edles, vortreffliches Herz besitzen, ein wahrhaft gottergebenes Gemüt, eine Seltenheit in der heutigen gottvergessenen Jugendwelt. Aber ich darf mich jetzt verabschieden. Natürlich. Auf Wiedersehen, liebe Freundin. Der Himmel segne Sie. Gutes Wesen. Gnädiges Fräulein, ich hätte große Bitte vorzubringen. Sprechen Sie, welche? Ich habe vor kurzem meine alte Freundin wiedergefunden. Es ist etwas Schönes, wenn man seine Lieben wiederfindet. Heute ist mir eine kleine Hausunterhaltung, ein kleiner Ball, zu dem Sie mich eingeladen haben. Sie wissen, ich brauche recht wenig Bedienung. Das dürfen Sie nicht ablehnen. Ich wünsche Ihnen recht viel Vergnügen. Schulzmann heißt sie, meine alte Freundin, und wohnt in der Breitengasse, das Eckhaus ist es. Sie haben meine Erlaubnis. Sie hat drei Töchter. Brave, fleißige Mädchen sind die Töchter, aber nicht besonders hübsch. Jugend ist mehr wert als vergänglicher Reiz. Das sagt ja zumindest immer meine Mutter zu mir. Es ist halt alles sehr einfach. Man tanzt zu Klaviermusik. Sehr ordentliche junge Männer kommen auch hin, freilich nur bürgerlicher Klasse. Das Ganze hat eigentlich den Zweck, also sie hofft ihre Töchter nach und nach zu verheiraten. Mein Gott, wenn die Mädchen immer nur bei der Arbeit sitzen, wie sollen sie Bekanntschaft machen? Und ohne Bekanntschaft? Schon gut, ich habe ja nichts dagegen. Bedanke mich vielmals. Frau Baronin? Frau Baronin, Pauline, ich komme meinen Sohn zu entschuldigen, der durch seine Unbestigkeit noch immer verhindert ist, das Glück zu haben, Ihnen seine Ehrerbietung darzubringen. Ist es erlaubt? Der Haushofmeister der Baroness von Kellburg bittet um die Gnade, sich ihr zu Füßen legen zu dürfen. Ein Scherz meines Gemahls? Nur herein, Herr Haushofmeister! Ist mein liebenswürdiges Münden noch zufrieden mit mir? Mangelt es ihr nicht an Bedienung? Ist das Haus schön eingerichtet? Ich finde alles zu schön, zu prachtvoll. Nicht! Ist zu schön und zu prachtvoll für die reichste Erbin Europas. Ich könnte alles Hässliche, Widerwärtige, alles Böse für immer von Ihnen bannen. Merken Sie, auf wen er anspielt? Ja, der Wille meiner Mutter ist mir heilig und ich mache mir Vorwürfe über die Abscheu, die ich gegen diesen Doktor empfinde. Wenn er Takt hätte, würde er es bemerken, dass es Ihnen nicht angenehm sein kann, den Menschen zu erblicken. Unter dessen Händen Ihre Mutter verstarb, verhauchte, ich wollte fast sagen, ver... Er hat etwas Listiges, Ausforschendes in seinem Gehabe. Er ist ein entsetzlicher Mensch. Ja, das ist er. Er ist ein Teufelsmann. Der Herr? Block dich nicht, Schickelter.
Der Schwarze kommt unnachgemüllt. Unser verehrter Freund! Oh, ist das schön! Uns ist, als ob ein Glied der Familie fehlt, damit Sie nicht da sind. Ich habe mich nicht getäuscht! Na also, jetzt ist ja die Quintessenz der Familie beisammen. Wie finden Sie meinen Ludwig? Bis jetzt noch gar nicht. Ich muss ihn erst besuchen. Aber bis morgen zum Ball muss er gesund sein. Er hat zu mir gesagt, Doktor, hat er gesagt, wenn Sie mir nicht helfen, dann bringe ich Sie um. Oh. Dann sag ich, wenn Sie so ein großes Zutrauen haben zu mir, dann haben Sie noch ein paar Tage Geduld. Aber dann ist es zu spät, denn morgen feiert unsere Familie beim Ball den Einzug in die große Welt. Das ist freilich nichts Kleines, gell? Ich muss sagen, dass ich nur mit sehr großer Befangenheit... Befangen mit diesem bezaubernden Reiz. Es ist unglaublich. Was? Wer ist unglaublich? Ihr Münkel. Ich? Ja, mit Ihren Millionen hätten Sie das Recht, so old und so schirk zu sein als wie ich. Und wären doch die gefeiertste Göttin. Was also zusätzlich noch an Hübschigkeit an Ihnen ist, ist sozusagen eine Gratisfeier. Was für ein schauderhafter Mensch! Aber wie können Sie? Ich hoffe, Sie überlassen mir die Wahl Ihrer Garderobe. Zu was der Garderobe? Kaufen Sie ein paar neue Schuhe. Das andere schaut ja kein Mensch an. Wie das? Weil sich von Ihrem Reichtum alles bis auf die Erden niederbuckt. Im Gegenteil, Herr Doktor. Der Paulinen ins Gesicht wird ihre Aufmachung gänzlich übersehen, denn wahrhaftig, diese Züge sind geschaffen, um die gefeierten Schönheiten zur Verzweiflung zu bringen. Bravo! Gekannt hat sie Raphael nicht, aber geahnt hat er sie. Wie hätte er sonst die herrliche Madonna gemalt? Sehr brav! Und was ist ihre Schönheit gegen ihren Geist, gegen ihren Scharfsinn? Der selbst den größten Staatsmann Ehre machen würde. Bravissimo! So, jetzt fangen Sie wieder an. Noch Sie und auch das Sie. Es ist ein rührender Einklang in diesen Dreiklang. Sie dürfen so nicht böse sein, wenn ich ab und zu einen falschen Bass reinbrumm. Sie sind doch wirklich. Aber ich verstehe nicht. Was denn? Sie haben meine edle, höchst ehrenwerte Absicht. Das liegt klar am Tag. Was für ein Ausdruck. Aber ich weiß nicht. Nein, es ist so. Und mir scheint, Sie haben Ihr Ziel schon halb und halb erreicht. Nicht wahr? Es ist Ihnen schon peinlich. Ein bisschen schmeicheln ist ja nicht schlecht. Aber großer dicker Auftrag? Das ist ja bloß eine Grobheit. Ich sag's nur, weil ich grob davon rede. Aber Herr Doktor... Es fehlt nichts als das. Ich werde Ihnen gleich sagen, was noch fehlt. Sie müssen Ihren habsüchtigen Hintergrund etwas mehr durchblicken lassen. Sie müssen die hinter den Redeblumen schlummernde Niederträchtigkeit etwas mehr ans Licht stellen. Dann ist die junge Baroness auf Zeitlebens Voreitelkeit bewahrt. Gratuliere Ihnen, Sie haben die allerbeste Vormundschaftsfamilie gefunden, die man sich nur wünschen kann. Ich sag's nur, weil ich gerade davon rede. So. Jetzt werde ich zum Herrn Sohn schauen und später dann bei Linné. Da werden wir dann wieder die Erde haben und da werden wir uns recht delikat unterhalten. Meine verehrtesten, charmantesten und liebenswürdigsten, ich sag's nur, weil ich gerade davon rede. Mir fehlen die Worte und das ist das, was mir sonst nie fehlt. Was sagen Sie dazu? Ich halte es für einen Scherz. So scherzt der Teufel! Bruder, rede nicht gottlos! Ich habe ihn im Verdacht. Mir scheint, das Volk am Seestrand da im Norden trinkt gern gebrannte Wässer. Der Fehler liegt nur an dir. Du bist ihm ohne Energie entgegengetreten. Aber ich habe nur gewartet, bis du die Initiative ergreifst. Schäme dich! Wozu bist du Redner? Wozu bist du Mann? Aber das ist leicht gesagt. Du hättest die Initiative. Schweig! Meine Liebste, Sie sind sicherlich sehr angegriffen. Ein wenig. Dem ungeachtet werde ich beim Diner erscheinen. Nur dann hätte ich eine Bitte. Sagen Sie welche?
Nach dem Diner möchte ich mich gerne zurückziehen. Sie sind die Gebieterin. Auf 10 Zimmer Entfernung soll sich keine Seele nahen! Denken Sie nicht mehr an das, was dieser abscheuliche Doktor gesagt hat. Auf Wiedersehen. In einer halben Stunde also beim Diner. Der Rohaushofmeister lechzt um weitere Befehle. Welche erschütternde Worte des Doktors? Einzig meinem Reichtum also? Einzig ihm gelten all jene schönen Worte? All jene Lobsprüche? Das kann ich nicht glauben. Aber wissen will ich jetzt, wie groß mein Wert wirklich ist. Das ist es, was ich heute noch ergründen muss. Befehlen, gnädigste Baroness. Sie wissen, dass ich die reichste Erbin Europas bin? Sie tun mir weh, Fräulein, wenn Sie glauben, dass ich Lohn erwarte für meine treue Ergebenheit. Doch soll er Ihnen werden. Ihr künftiges Glück hängt davon ab. Oh, befehlen Sie nur. Wenn es Diner vorüber ist, schließen Sie sorgfältig jede Tür. Und wenn wir vor Überraschungen sicher sind, dann kommen Sie zu mir. Ich gehorche unbedingt. Ob es zum Heil mir oder zum Verderben wird, was ich beginne, weiß ich nicht. Noch nie fühlt sich es so schmerzlich, dass ich eine Weiße bin. Oh Mutter, warum musstest du so früh von mir gehen? Aber wie man denkt hat. Ich war jetzt beim Elkanto unten und da habe ich der Frau für Leute, die es wissen. Die Familie vom Ludwig tragt die Nase nicht die Wolken an. Und vor allem die Mutter vom Ludwig. Die ist eine, die glaubt, sie kann ganz ungeniert auf das einfache Volk hinunterschauen. Lieber Herr Onkel, das hätten Sie von mir aber auch erfahren können. Ich suche die Wahrheit nur mal bei fremden Leuten, seit ich weiß, weil ich irgendwelche Falschheit ein Blutverwandter treiben kann. Ja, ich fühle mich schuldig, aber so einen harten Vorwurf, den verdiene ich nicht. Er hat sich gedacht, es wird dir eine Ehre sein. Gabriele, bring mich nicht auf. Wenn nun der Sinn für das Hechere fällt, dann... Ludwig ist mein Freund und du die innigste Überzeugung von der Reinheit seiner Liebe hat mich dazu veranlasst, ihm überhaupt bei der Deutschen zu helfen. Also, heiraten wir das? Aus unendlicher Liebe? Ein Proletarierkind will er in den Palast stellen, aus unendlicher Liebe, in feinen Salon, lass ihm dann Tag für Tag zu Tode mattern, mit kleinen Bosheiten und großen Demütigungen. In feinen Salon, was sich am Ende selber schämen darf, über eine Gattin, die dort nicht hineinpasst. Aber es ist ja was Wunderschönes, so eine unendliche Liebe. Aber geh, wenn das heiratet, dann ist sie Baronin und dann werden ihr alle zu Füßen liegen. Gabriele, ich bitte dich, vor O. Er hat nicht und er wird auch nicht mehr kriegen, den Sinn für das Hechere. Beharren Sie also darauf, zwei sich liebende Herzen, einfach so den Unglück zu weinen? Nein, aber auf etwas anderem beharre ich so eisenfest, dass nur schlussen kann. Ja, dann sprechen Sie. Ja, aber den Ausspruch muss noch mehr hören. Mette! So. Und du wirst jetzt das wieder gut machen, was du mir auch da hast. Na, Schwager, du gefällst dir als Tiger. Lass mich in Ruhe, sag ich. Was willst du denn? Das Dirndl ist unschuldig, der Bub hat nichts da. Du kannst ihn nicht so beleidigen, das ist ja sehr bedeutend, der Beamter. Das war eine Beamtenbeleidigung. Gefordert, was ist los? Schreist du so? Nettli, komm her und hör mir gut zu. Du darfst deinen Ludwig zum Gemahl nehmen. Wirklich? Ja. Aber bei uns einfachen Leuten am Land ist es halt so der Brauch, dass die Eltern des Bräutigams werben müssen bei den Eltern der Braut. Folglich muss dem Ludwig seine Mutter hierher kommen und anhalten um dich für ihren Sohn. Da machen wir das. Die vornehme Dame zu uns daher? Das ist ja unmöglich. Nichts darf zu schwer sein für den Mann der unendlichen Liebe. Schwager,
Ist das dein Ernst? Ja, darauf kannst du verlassen. Dann hast du eine gusseiserne, Sir. Ich hab beim Hausherrn sogar den 100 Gulden sind's Oberhandelmenge auf 30 Gulden, sogar der hat noch gern. Und bei dir rollt alles ab. Ich will gar nicht wissen, wie du das angestellt hast. Vater, können Sie wirklich so hart sein? Und du, Wilhelm, gehst jetzt zu deinem Freund, den Ludwig, und sagst ihm, und musst ihm das Ehrenwort abnehmen, dass er mein Wort respektiert und keinen Schritt tun wird, um das Mädel heimlich zu sehen. Ja, ich kenne Ludwig und ich gebe das Ehrenwort für ihn. Dann sind wir ausgesöhnt miteinander. Wie fragst du gar nicht, ob es aushalte? Ich mein, bin's da! Nicht einmal das darfst du. Der Ruf geht über alles. Du gehst heute zu den schulzmännischen Nachbarn da auf die Tanzunterhaltung. Tanzen? Und mit einem anderen? An einem Ort, wo ich mit ihr tanzt habe? Und der Frau Schulzmann sagst du, der Ludwig ist beruflich verhindert. So. Aber mir wird das Wetter jetzt nicht mehr. Ja, du mal einen Schnaps. Ja, ja. Du, und siehst, frisierst du am besten noch ein paar Schmackglocken, die hängen dann auch erst im Wald zusammen ins Gesicht, dass kein Mensch weiß, ob du lachst oder erst. Ja? Ist das gut? Dann machen wir das. Nur Mut, Nettchen, die wahre Liebe, die siegt. Und so ein Mutterherz, ja, das bleibt ja weiche Männern, selbst wenn es einer starken, starren Rinde überzogen ist. Und von mir riecht es dem aus den jungen Herrn Baron, dass ihn schon immer für ein hecheres Wesen gehalten haben. Und von mir sagst du, gell? Wie wir ihm alles sagen, das was er wissen muss. Mein Gott, ich bin so unglücklich. So ein armes Dirndl. So, ja. Ich bin allein, das ist gut. Das ist der verdächtige Edle. Gehorsame Dienerin, mich freut's. Mich freut's auch. Und ich sehe das immer als eine gute Vorbedeutung an, wenn ich die Leute, wo ich was vorhab, allein treffe. Hören's auf. Gerade wenn wir sie freundlich in den anschließen und da rennen sie daher, als wir wären, also man müsste denken, sie sind ein Bandit. Ach, sie kennen doch meine Verbindung und meinen Stand. Und dann müssen sie aber standesgemäß rein. Das will ich eben auch. Schauen Sie, hier eine kleine Angabe an eine große Belohnung. Aha, für was? Um Auskunft nämlich, wie ein gewisses Menschenleben in dieses Haus gekommen ist. Aha, ja, so, gut. War Ihr Schwager jeweils verheiratet? Naja, in den letzten 10 Jahren, seit ich da mit ihm zusammen war, war mir nichts aufgefallen und ich denke, das merkt man da schnell, wenn man eine Schwägerin hat. Aber er könnte doch vor 19 Jahren verheiratet gewesen sein. Na, da schon gar nicht. Da war er verliebt und hat diejenige auf ein Fest geführt. Ja und? Und da hat diejenige denjenigen kennengelernt. Oh. Einen Kurpfuscher. Doktor vielleicht, ne? Ja, kann schon sein. Kampfer hat er geheißen, der Kampfer. Und da hat mein Schwager unglücklicherweise das Tempo übersehen. Das Tempo? Ja. Um eine Viertelstunde. Hätte ihn sollen früher rauszuschmeißen bei deinem Fest. Oft war alles gut gegangen. Aber eine Viertelstunde haben sie zu lang miteinander geredet, der Kamper und sie. Und in der Viertelstunde, da war es uns das Dirndl geschehen. Weil eine Viertelstunde, das macht viel aus bei einem Dirndl. Und so hat sie sich in deinen Kamper verliebt und hat meinen Schwager sitzen lassen. Und den Kamper geheiratet. Später erst. Weil ausgeflogen ist der ja damals noch beim Fest, der Kamper. Ich war aber wieder der ausgeflogen ist, ich bin ja Zeuge gewesen. Ja. Aber für so einen Wurf macht sich ja kein Mensch einen Begriff, der nicht selber dabei gewesen ist. Ja. 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 Aber sie war eh eine leichtsinnige Person. Aber naja, wer weiß, wenn sie einen ordentlichen Mann gekriegt hat. Ordentlichen Mann? Das ist eine impertinente Person. Aber wenn auf so ein hudri-wudriger Schöpfen hat, so einen dummen Fantasten so gehabt wie der oder war. Los, noch ein schönes Kompliment. Also gut, Ihr Schwager hat sich offenbar so gekränkt und ist ledig geblieben. Wo hat er dann das Kind her? Ja, das kann ich Ihnen schnell sagen. Oh, Triumph, werte Freundin.
Was? Na, da hab ich's ja. Bitte! Also, ja. Ich mit meinem Buben herzogen bin, also vor 10 Jahren, wie mein Mann gestorben ist, da hat mir der Schwager gesagt, das Mädel, was ich habe, glaubt, sie ist meine Tochter. Und kein Mensch darf sie darüber aufklären, dass sie es nicht ist. Und wer sind denn ihre Eltern? Da glauben Sie, das hätte mein Schwager ohne Menschen gesagt. Da kennt ihn aber schlecht. Das ist ja keine Auskunft. Wissen Sie was? Die Frau Schulzmann, die Nachbarin, ja, die gibt heute einen Ball. Kommen Sie in der Stunde, ich sage ihr, dass ich Ihnen vorstellen will. Ein Ball? Für was braucht ihr nicht ein Ball? Ich brauche Auskunft. Ja. Ja, und die kriegen Sie bei der Frau Schulzmann, weil wissen Sie, das ist ja die Frau, wo das Dirndl bis ins 8. Lebensjahr in der Kost gewesen ist. Weil damals, wie er es gekriegt hat, das Dirndl, das war so ein kleines Wirmel und der Schwager hat sich nicht so recht auskennt. Oft hat es zu ihr gegeben. Und wie ich oft mit meinem Buben hergezogen bin, da haben wir es dann wieder zu uns genommen. Warum sagst du das nicht gleich? In einer Stunde bin ich da. Ja, also bei den Schulzmannischen. Mitten auf dem Ball. Ja, ich sag ja, dass ich ihnen einen Kaffee aufgehalten soll. Ist schon recht. Ja. Und für einen kann man auch einen Kaffee aufgehalten, also wir treffen uns in 20 Minuten wieder da. Wie es mir gefällt, ja. Es ist sehr abwechslungsreich. Nur habe ich Mühe, den Zusammenhang immer wieder herzustellen, wer wen meint und wovon die Rede ist. Okay. Weil ich die einzelnen Darstellerinnen oder Darsteller und ihre Rolle nicht durchschaue. Das wechselt immer so stark. Das steht ja auch in der Beschreibung auch schon drinnen. Ja. Dass es sehr, sehr eine verwickelte Sache ist. Ja, das ist eben ein Nestreu. Spielleiter, ja, ich habe selber auch öfter gespielt früher. Also schon lange her, dass ich gespielt habe. Und ja, mir gefällt es gut. Ja. Das ist immer wieder sehr aufwendig natürlich auch vom Theater, von der Performance und so weiter und auch von der Regie. Also ich freue mich, dass die Sigmund Watschkova immer wieder dabei ist, noch dabei ist. Ich hoffe, dass sie vielleicht zukünftig, sie will ja leiser treten, habe ich gehört, aber vielleicht kann man sie noch das eine oder andere Jahr überreden, ja, dass sie da weitermacht, weil man merkt, das ist die Seele vom Theaterstück. Ja. Danke. Ja, bitte. Na bitte. Wie gefällt euch ein Stickel? Super. Vor allem die Strempel ist sie. Wie gefällt es dir? Ein Stück. Ja, du musst doch herschauen. Gut. Hat es gefallen? Bis jetzt das Theaterstück? Natürlich. Es ist halt ein Stück, was sie zahlt. Ne? Das ja. Ist es so. Ne? Die nächste Balkermann. Oh, mein Herr, vergnügt! Wenn ein Besitz auf die Balker beginnt, holt es mich dann ab! Ja, ja, aber. Es ist meine Ehre. Ist nicht eine Frau mit da? Jetzt braucht man einen Spieltisch und Hockern! Nein, 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 ich krieg den gleich! Ja, ja, ja!
Ja. Hanna, ich was? Fällt noch was? Ich will noch mal Geld für Kind und weil ja, ich du bloß allein, das geht sie nicht aus. Doch, hat sie zwei Gulden. Es wird wohl reichen. Ja, ja. Na, aber schick den Franzi, weil du wirst wohl in der Küche gebraucht werden. Ja, Frau Schulzmann. Franzi, wo ist der überhaupt? Der Ausbog. Na, was ist jetzt schon wieder? Der Franzi, wo die Kuchen weg da war. So was, jetzt warte, jetzt suchen wir den Franzi. Komm, geh mal, schau mal. Da fliegt eins, bevor meine Mutter im Bett. Ja, wenn ich das früher wusste. Aber jetzt bin ich das Opfer. Sag ja, ich möchte, dann bin ich die Jährige. Wenn ich einen aufnehmen kann. Vor die zwei da nehmen. Mal genehmigen. Dei? Oder Dei? Ah nein, ich bin Dei. Das ist aber ein bisschen mehr als gleich. Wenn es völlig ist. Mit keiner also? Nicht mal mit dieser kann ich den Vergleich aushalten. Ich werde ohne meinen Reichtum niemandem gefallen. Wer ist denn die da so verlassen auf der Bank sitzt? Eine Freundin meiner Mutter hat sie ja gedacht. Die Arme, die scheint sich wohl nicht gut zu amüsieren. Zum nächsten Tanz, da werde ich sie auffordern. Sag uns ein Grüß, bitte. Also ein bisschen Trockel, dann habe ich mir wohl verdient. Ich weiß nicht, was mein Wilhelm mit der Vater Henriette hat, mit der siebenjährigen Franz oder der Ostenberger der Gold. Aber was ist so unschichtig auf den langen Bauch? Na, Herzl, nichts drin in eurer Lage. Ich bin gerade erst gekommen. Ach, ja, also das Wichtigste ist nur nicht verzweifeln. Ich liebe den Tanz ohnehin nicht besonders. Sie bringen Buchs und Weintrauben in Sie. Wie wir schauen, wie wir einen Monster auf uns führen. Und schicken Sie ihn raus. Gell? So macht man es. Nur nicht verzweifeln, das ist das Wichtigste. Bemühen Sie sich nicht. Oh, ja. Oh, Nettie, das passt gut. Du, wenn der Holz reingeht, dann musst du mal nicht wieder. Ja, so. Wenn es Ihnen nicht unangenehm ist, dann würde ich Ihnen ein bisschen Gesellschaft leisten. Ich will Sie nicht vom Vergnügen des Balles abhalten. Ah, na, wissen Sie, ich habe das öffentlich ausgesagt, dass ich nicht anzugeschützt habe. Ist nett, dass Sie sich um mich annehmen, aber geben Sie es ruhig offen zu. Sie dachten, die Arme. Sie sitzt so allein und verlassen da.
Niemand fordert sie zum Tanz auf, weil sie nicht hübsch genug ist. Na ja, sie haben halt Lord da, wissen Sie, aber das kann auch leicht passieren, wenn man fremd ist, gell? Sie sind ja mit der Frau da drinnen da, oder? Madame Müller ist meine Cousine. Ah, und wer sind die Eltern? Ich bin eine Waise. Oh, sie arme. Sie muss eine krantige Frau sein, die Cousine. Sie dient als Kammerfrau bei einer vornehmen Familie. Und ich bin dort eigentlich nur unter fremden Leuten. Das muss was Trauriges für Sie sein. Aber wissen Sie, ich hoffe, dass wenigstens wir zu uns nicht mehr lang fremd sind. Nein, ich glaube, wir sind es in diesem Augenblick schon nicht mehr. Sie sind jetzt schon meine Freundin. Aber wissen Sie, gehen wir da wegen auf und an, weil auf dem Ball ist immer gefallen, wenn man sitzen bleibt. Jo, Sie haben wohl noch Eltern? Ja, nur so, das ist gar nichts. Der ist Schlosser in einer Fabrik und ich nehme für die Leid. Das wird Werner Ski wahrscheinlich auch tun, oder? Ich sticke. Ich weiß gar nicht, woher ich so lügen kann. Ja, dann hoffe ich für Sie, dass Sie immer Arbeit haben. Weil wissen Sie, die Weißmeerei geht dann schon viel besser. Ah, ja, das kann ich auch. Ah, das ist gut. Wissen Sie, ich mache das alles schon in ein bisschen größeren Ausmaß. Ich nehme ganze Bestellungen und Heiratsausstattungen an. Also, wenn es Ihnen nochmal an Arbeit führen sollte, dann sagen Sie es mal, ich gebe Ihnen so viel, dass Sie nicht für fremde Hilfe angewiesen sind. Ja? Sie sind ein engelsgutes Mädchen, ja. Ach, mein Cousin Wilhelm kommt da. Darf ich Sie zum nächsten Tanze? Mit Vergnügen. Wenn ich bitten darf, erlauben Sie, das freut mir noch nicht ganz. Ja? Das gehört dann mehr so, gell, wenn wir mal Maschen machen. Das muss schon ein bisschen fest sein am Tanzen. Und dann muss ich den No-Brow schauen, gell? Ja, so gehört das. Ja, das war schon so. So werde ich wohl so mein Glück versuchen. Wenn ich nur einen Kandidat, ich bin gar kein Mensch da. Ah, der fremde Herr, den wir die Frau Brunner unendlich erfreut. Mit Freund, und mir scheint, die wissen beide groß, wieso. Ich weiß schon, Sie wollen Auskunft wegen dem gewissen Kind. Ja, nämlich, ob Sie nicht wissen. Ja, nein, ich weiß alles. Nur, ich muss aus in die Küche wegen der Handeln. Das kann sein, dass man das schon wieder am Plätzchen macht. Also, das Leid gibt, der auf den Ball gängen, das finde ich ja noch begreiflich. Aber das Leid gibt, der einen Ball geben. Das wird mir ewig rätseln bleiben. Ich sag Ihnen was, nichts für Schwierigkeiten hat man mit Ihnen. Man war schon wohl besser bedient, wenn es noch keine Dienstwagen gab. Charmante Logik. Wenn ich nicht rausgehe da, dann schneide mir das Kolberne oben Schinken Finger dick auf. Das heißt doch deswegen aufgeschnitten, weil es viel gleich schauen soll, wenn der Ring dahinter ist. Also das Kind, jenes ja, Kind. Ja, mein Gott, ja, das Kind, die Nette. Mein bis in ihr 8. Lebensjahr eigentlich war ich wirklich für sie wie eine wahre Mutter. Mein Gott, Hanna, die kommt schon! Die Frau steht was aus, aber wenn du mit ihr was zu reden hast, steht da auch was aus. Das sind wahre Gusto-Stückerler. Das stelle ich jetzt den Herrn von Bichtl aufs Klavier. Mein, was der sich blumen muss, aber wenn er was kann, das ist wirklich schön. So eine höchst interessante Auskunft. Zufälligerweise habe ich keine Sympathie für den Herrn Verbiegel, oder wie der heißt. Nein, über das ganze Gesicht hat er gestrahlt, der Herr Verbiegel. So schön. Also, hat ihn denn damals, jetzt kommen Sie mal her da. Ja. Hat ihn denn damals bei der Übergabe des Kindes der Herr Brunner nicht auch... Nein, nein. Also, wie soll ich sagen, monatsweise hat er vorausgezahlt, der Herr Brunner. Aber mein Gott, was macht denn der Mensch mit Hochgulden? Nein, ich meine nicht Geld. Ob er Ihnen nichts über die Eltern gesagt hat? Ja, wohl, er hat gesagt, es gibt unbegreifliche Eltern. Aber in Gottes Willen, der Herr von Bempern, der hat keine Partie, furchtbar. Der Bempern, der legt mir im Mund. Unbegreifliche Eltern, das ist ja keine Auskunft. Jetzt kann ich wieder warten, bis der Bempern wieder eine Partie hat. Ja? Ja? Haben Sie den gesehen, mit dem ein Peter Wilhelm tanzt hat? Die Blätter? Ja? Genau den. Bitten Sie es aus zum nächsten Tanzen jetzt nicht. Ganz recht. Nun, wollen Sie es noch weiter leugnen?
leugnen? Ja, was denn? Dass sie mich nur das Mitleid zum Tanz aufforderten. Ah, Mitleid? Dieser Ausdruck. Sie versichern mir, dass sie immer die Wahrheit sprechen. Und eben deshalb frage ich, wäre es Mitleid, der eine wunderhübsche, unbemerkte Blume pflückt? Ich glaube nicht ganz an Ihre Aufrichtigkeit. So stellen Sie mich auf die Probe. Nun denn, wie finden Sie mich? Erlauben Sie mir, Sie getrauen sich nicht so gleich zu antworten. Ich will Ihnen aus der Verlegenheit helfen. Was würden Sie Ihrem Freunde sagen, wenn er mich die Reihe käme? Ich würde sagen, ich sei eine Tänzerin ohne Tänzer. Das erweckte meine Teilnahme. Ich forderte sie auf. Ohne jegliche Erwartung, da begann ich das Gespräch, welches mir jede Minute anziehender ward. Und so verging die Zeit des Tanzes wie ein schöner Traum. Gesetzt Ihr Freund glaubte dies. War diese Tänzerin hässlich oder hübsch? So ihre Züge, das würde ich sagen, die wurden bei ihren Worten immer liebenswürdiger, sodass ich sie mir gar nicht hübscher vorstellen könnte. Verzeihen Sie mir nur die Aufrichtigkeit. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bitte um die Ehre. Welch ein sonderbares Mädchen. Na, Wilhelm, dir scheint ja deine Tänzerin ganz gut zum Wohl. Du warst vorhin im Gespräch mit ihr. Wer ist sie denn? Mein Gott, ein Ohrensdirndl. Der hat's halt wahrscheinlich ganz schlecht bei ihren Verwandten. Was? Ich habe ihr nämlich Arbeit angeboten und der war so glücklich drüber. Und die Originelle fragt, ob ich sie hässlich finde. Das hat sie gefragt. Ja, das sieht man so. Ihre Verwandten werden halt recht rohe, grobe Leid sein, die sie immer spielen lassen, dass sie nicht hübsch ist. Aber was? Lieb ist sie sauber. Jetzt hast du sie einfach ein bisschen die Augen weit gegessen. Das ist aber gut. Ja, jetzt ist er hart und hat auch keinen Spül. Das muss ich der Frau Schulz wandert sein. Und mit dir, Wilhelm, muss ich auch noch was reden. So, okay. So, jetzt habe ich den Wunsch erfüllt. Es sieht so aus, als ob ich auch den zweiten Tänzer nur Ihnen zu verdanken hätte. Ach, wo sind wir nicht als Einfalls? Aber wissen Sie sonst mal lieber, wo Sie daheim sind, damit ich Sie besuchen gehen kann? Mich besuchen? Es würde mich wohl herzlich freuen, aber die Leute, bei denen ich wohne... Was? Nicht einmal Freunde darf Sie besuchen? Also die lassen Sie Ihnen auch hart empfinden, dass wir so ein Kaufsfund bei dir aus Ihnen gehen. Ja, dann sagen Sie mir, also da kommen Sie halt zu mir. Ich wohne da in den Heisen, gehört zur Ebene Erd. Ganz in der Früh könnte ich wohl. Das ist gut, bevor Sie zum Arbeiten anfangen. Nee, nee. Die Tante. Ich komm schon. Mein Entschluss war gut. Es war eine harte Prüfung. Doch nun sehe ich meinen wirklichen Wert. Es ist eine bittere Lehre. Aber wenigstens habe ich zwei Wesen kennengelernt, die mich um meine Selbstwillen schätzen. Und nicht nur des Geldes wegen. Madame Müller. Ich soll früh aufbrechen. Das ist aber gar nicht schön. Was, Herr? Sie wollen schon verlassen? Ich will nicht, aber ich muss wohl. Na, wer rettet mir jetzt schon von Hohen gehen? Jetzt kommt erst die Tunden und das ist sie Wein. Dann schlafen Sie halt recht wohl und vergessen Sie nicht, was wir versprochen haben. Also das ist eine Zärtlichkeit für meinen Schwestermann. Ich höre mit Bedauern. Himmel! Teufel! Ist Ihnen etwas? Sie? Wer ist denn das? Ich bin eine Waise, die Cousine dieser Frau. Und sonst fühlen Sie sich gesund. Nein, das hat der Doktor nichts zu fragen. Denn eine Waise, Waise, weiß, was ihr heilsam ist. Volker! Volker! Na ja, sind wir ein paar Wichtel! Jawohl! Volker! Ein Schloss? Ein Schloss hat man auch nicht!
Sie nur verwundern, dass ich um eine Hand anhalte. Ich, wie soll ich? Ich könnte weinen vom Freude über dein Glück. Was, der Wilhelm, der ist gar nicht so leicht an der Gefahrt. Nun, Pauline. Mich, das arme Mädchen, das von ihrer Hände Arbeit lebt, erwähnen Sie. Ihre Cousine hat recht. Ich habe wahrlich Grund, auf den Antrag stolz zu sein. Ich kann und ich will nur Ihnen das schönste Glück meines Lebens danken. Was ich Ihnen bitte, das ist zwar nicht viel. Oh, erlaub du mir, ein Beamter mit 1000 Gulden. Ja, zumindest für eine sorgenfreie Zukunft. Dafür sollte es wohl reichen. Erzähl es meinen Ludwig und sorge auf. Doch in dieser Stunde, da soll er von meinem Glück erfahren. Ja. Darf ich Sie heute nicht weiter als bis zur Ecke begleiten? Sie wissen, wie abhängig ich bin. Bald soll es anders sein. Bis zur Straßenecke. Und dann gehe ich weiter zum Ballett Kellburg. Kellburg? Ja, Sie wissen ja nicht. Du hast ja von deiner Liebe erzählt. Nun soll auch der Name hier kein Geheimnis mehr bleiben. Baron Ludwig von Auenheim. Das ist Jan von Waschhausen Stiefsohn. Das ist mein Freund und der gleiche, in den mein liebes Cousinchen verliebt ist. Ist's möglich? Einer von den Bewerbern um meine Hand? Oh, arme Getäuschte, bin ich nicht recht unglücklich. Ich muss fort. Also, so ein bisschen Trost hätte sie sich schon Zeit nehmen können. Sie war doch vorige Woche ganz voller Mitgefühl, wie ich von meinem Schicksal erzählt habe. Das Glück hat es völlig betäubt. Aber ich meine, ich freue mich ja für Sie. Und Wilhelm, kannst du mich wenigstens sicher sein, dass der Iskar-Baron ist? Mit Erlaubnis! Ist nicht just der Mussi Wilhelm mit einer Vorgang und Verdor? Ja, er hat eine Freundin von mir begleitet. Scheint ihm aber auch nicht gerade Feind sein, die Freundin. Na ja, was? Vor einer Woche haben sie sich kennengelernt. Und seit vorvergessen lieb einander. Ah, das ist übrigens, was er auf die kurze Zeit begehren kann, gell? Ah, da ist es ja lange nicht alles. Ach so? Aber ich habe gesagt, ich muss dann der Gabriele sagen, dass sie da sind. Ah. In dem Haus da strotzt es ordentlich vor Freundschaft und Liebe. Es scheint, ich kann es nicht mehr richten, nur. Freund Felsbach, du wirst dich müssen als Vater zeigen. Ein Mädel auskundschaften wollen und dabei noch eine überwachen. Da habe ich mit 2 Herkulesarbeiten aufgebürdet. Leider nur mit mäßigem Resultat. Die verlorene Tochter habe ich immer nicht mehr gefunden. Dabei kommt man die vorhandene schon immer mehr verloren vor. Aber nein, so kann ich nicht hintreten von meinem Freund Felsbach. Ich kann mich nicht losreißen von der Idee. Die Nette ist die Gesuchte. Herr Vermuschel, mir ist lauert. Na, was ist denn? Ja, wenn ich sage, mir ist dort, dann können Sie sich echt denken, dass nichts ist. Aha. Was mein Schwager ist, keine Sünden sind auszubringen. Aber wie ist denn das auf der Belohnung? Ja, wenn Sie mir keine Auskunft geben, dann nehmen Sie Ihr Wort zurück. Sie sind auch nur ein gewöhnlicher Mensch, der nur an sich selber denkt. Ich habe nur unter der Bedingung. Ja, das kennen wir schon. Sie haben eine unedle, schwankende Natur. Und wir wollen hergeben und auf Sie nicht, das ist kein Charakter. Wissen Sie eigentlich, dass mir der Schwager den Umgang mit Ihnen verboten hat? Ach so? Ja. Er sagt, Sie haben ein zweideutiges Aussenden. Kommt um, ich kann Ihnen nicht gehen. Und Sie sagt noch Aussenden, Urteil. Mir hört auf, Sie lassen mich dafür wissen, dass der Schwager Dickscher ist. Er hat einmal gesagt, dass er keinen Menschen Rechenschaft über das Wählen gibt. Außer man heiratet oft und bei seinem Leben. Was? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ja, sie springt. Und Ludwig kriegt's nicht und einen anderen nimmt's nicht. Das ist wie ein krankhafter Bauer und das Geheimnis gebildet ins Grab. Aber nein! Diese Nachricht ist ganz wichtig für mich. Da, nehmen's. Aha! Ja. Mutter, sie ist mein! Wer denn? Was denn?
Ziehmutter, siegenden Freunde vor. Ihnen muss ich es zuerst verkünden. Okay, vielleicht? Keineswegs. Ich heirate Mutter. Ich heirate jetzt im Freund die Pauline. Oh, du kleine Liebesgott. Wohin versteigst du dich denn schon wieder? Wilhelm! Komm auf, schöne Wilhelm! Was willst du aufstellen? Zu was eine Frau? Du hast eine 800 Gulden Besoldung. Zu viel für mich allein? Ja, genug, übel genug für mich und Pauline. Und überhaupt, wer ist denn diese Person? Jetzt denk nach, du bist aus einem guten Haus. Du könntest nur nicht haben mit dem Haus. Es war doch dein häusliches Glück. Mutter, Sie kennen meine Ansichten. Oh, da gibt's schon noch Mittel und Wege. Ich kann dich erwerben. Aber ich habe einen Mutterfluch, kann ich mir studieren, denn ich wäre dein Hauptschleudere. Das werden Sie aber nicht. Und das werden wir schon noch sehen, weil wenn ich mal anfange... Aber was mich interessiert, das ist nur das Ende. Und das wird Ihre Einwilligung sein. So, jetzt noch ein Wort zu Nettchen und dann zu Ludwig. Da haben Sie da jetzt gesehen. Ich muss man an seinem eigenen Fleisch und Blut erleiden. Ich sage immer, wenn wir so kein Fleisch haben und kein Blut. Das ist die Wahl. Na, eher lokomotiv aufhalten als ein junger Beamten. Der mit dem Anstellungsdekret in die Sakristei und der Heirat bestellt. Wenn Sie das nicht rein, dann sind Sie entweder nicht mein Freund oder... Was oder? Oder Sie überlegen, was die Ausstaffierung von meinem Sohn kostet und eigentlich mal 100 Gulden. Oh. 100 Gulden? Na ja, jetzt kann ich ja riskieren. Da, staffieren Sie halt aus, was Sie glauben. Der leicht mir Geld. Ein Geld herschenken, das hat einen Grund. Aber ein Geld herleichen? Mir ein Geld leichen? Das ist doch kein Mensch, der den Wert des Geldes kennt. Der leicht mir ein Geld, das muss ein Forschgeld sein. Haben Sie einen Augenblick Zeit, ich bin gleich wieder da. Ist schon recht. Ja, ich muss einen Fonds aus dem Sachverständigen aufrichten fragen, ob das nicht ein paar falsche Zettel sind. Mein Gott, der Heirat ohne seine Geliebte. Das ist ja wie im siebten Himmel einschlafen. Darf ich schon unterwegs mit der Mutter werden? Da heirate alle Amadel mit Glück zu den vielen Millionen, ich erkreize dir fünf. Jeder, der diese Geschichte von außen wird sorgen, da der holt am sinnigs Glück und doch der, der von dem Geld keinen Kreuzer anrührt, der dir nur feistehen, den Glanz nur verziehen, für dies muss er kuschen, sie übt Tyrannei. Nur so ist überall euer Hackerl dabei. So ist überall heute ein Hackerl dabei. O Österreich, du Land der Erfinder und Dichter, o Österreichs Hirnschmalz, es wird leider lichter. Immer drüber und nister, nicht einmal lesen können klein. Schauen Sie sich nur Pisa an in unserer Zeit. Sie schon Schulz um die Roten und die Schwarzen zum Ding. Du hobst bei den Zammern eine geniale Idee. Um das Lesen zu üben, ein Parteibuch verleiht. Jo, so ist überall heute ein Hackerl dabei. Jo, so ist überall. Heute ein Hackerl dabei. Wir Hofsflügemeinden und Regierung überlegt, viel zu viel Bürgermeister, ja, die gehören weg. Aus fünf Gemeinden hab's dann auch ein Buchturm erahnen. Die Schwierigkeit war dann, was gibt jetzt für Namen? Der Name weiß Drittstoll war dann auch schon gleich gefunden. Die erste Schwierigkeit war damit schon umwunden. Aber Hirnstoff
ist jetzt halt bei Hartberg dabei. Ja, so ist überall halt ein Hacken dabei. Ich hab die Ehre, etc., etc., Julien der Macht mit Fadeformalitäten. Hochfreund! Was kommst du denn, Sancho, mit einem unterdrückten, holt dich der Teufel gesockt? Ich hab diese Lernflossen, eine Bewegung im Saal, ich glaub, kommt! Endlich! Na also, meine Herren, wer noch eine Hand vergeben kann und nicht vergeben ist, jetzt gilt. Ich, Egrüppel, kann leider nur die Linke verdrücken. Lassen Sie sich bei Ihnen, wer auch die Rechte, nicht mehr die Rechte. Aber ihr jugendlichen Zackenburge, Halbige und Brachfelde, die ihr darstellt im Lenz eurer Existenz, Renzos kennt und die Gunst des Mädels, wer schön ist, lächle, wer schief ist, blicke geistreich, wer große Nosen hat, spült den schwermütig. Zu gewinnen braucht man nur ein Los. Und das Millionenmädel ist der Haupttreffer. Wer also um 5 Gulden Reize hat, spürt mit. Ergo Hoffnung! Herr Doktor, wie haben Sie nicht um Ihren Rat ersucht? Komm. Sie kommt! Es tut uns leid, aber die Baroness hat uns alle warten lassen. Sie bedürfen keine Entschuldigung. Welch ein Zauber in Ihren Blicken! Wie überreich ist sie am Reizen! Und keine Abendrobe! Oh, das Mädchen hat Launen! Mit Hartnäckigkeit bestand sie auf dieses Geist! Mensch, edler Stolz liegt im Verschnitt des Schmuckes! Na, heute wird es mir wohl nicht an Tänzern fehlen! Nun sehen Sie selbst, welchen Effekt Sie trotz dieses Geiles haben! Und nun werden Sie auch erkennen, was Sie von den boshaften Bemerkungen des Doktors zu halten haben. Im Interesse Ihres Sohnes muss man dafür Sorge tragen, dass Pauline nur unbedeutende Subjekte zu denken bekommen. Darf ich hier die hohe Gunst erbitten? Mit Vergnügen. Frechheit! Ich wollte der Erste. Da darf man sich keinen zuvorkommen lassen, sonst ist man schon der Zweite. Es scheint mir, die Spekulation ist noch stärker als der Kummer seines Herzens. Das hätten Sie nicht tun dürfen. Jetzt kann ich es auch nicht verändern. Sie könnten mich indessen dem Präsidenten vorstellen. Ja, wenn Sie es wünschen. So vergeht uns die Zeit doch recht angenehm. Der Doktor versprach mir, mit meinem Ludwig zu kommen und nun... Was hat denn der Sohn mit dem Doktor? Oder entsetzliches Gemütskrank, mit einer reichen Erbin unter einem Dach wohnen und Gemütskrank sein. Ach. Herr Doktor, Sie haben mich was gehalten. Er kommt ja, Ihr Sohn, aber er ist gesundheitlich noch lange nicht auf der Höhe. Was, mit einer Gemütskrankheit in 10 Tagen nicht fertig werden können? Aber gütige Frau, eine Verstauchung dauert 3 Wochen. Hühneraugen lebenslänglich. Und mit dem Wirt da, das ist eine ewige Batzerei mit dem Wirt. Nur wenn man kurz hat, hat man ewige Ruhe von der Sölke. Mein liebster Herr Doktor, dürfen wir
auf Sie als treuen Bundesgenossen zählen? Na, wenn es dem Ludwig sein Vorteil ist. Dürfen wir Sie einen Augenblick alleine lassen? Bitte gerne. Meine liebste Freundin, ich muss all meinen Kummer vor Ihnen aufholen. Komm, meine Liebe, wir gehen in den Wildersaal hinüber. Da sind wir den nahen Blicken des Doktors entzogen. Der Mensch hat einen unausstehlichen Scharfsinn. Das müsste verboten sein. Es ist ein Eingriff in das geistige Eigentum, wenn einem jemand so durchschaut. So, da bin ich, Herr Doktor. Es hat mich viel Überwindung gekostet, den Ball zu besuchen. Ich hoffe, den besten Vorsatz im Brust. Ach, alles hab ich. Alles. Nur keine Hoffnung im Herz. Okay, schauen Sie her. Zum Luftschlösserbauen braucht man nicht einmal einen Baugrund. Wenn es mir einen glücklichen Leichtsinn geben, er passt aber hin nicht besonders gut zu den grauen Haaren. Ach, meine grauen Haare, die passen mir nur zu gut. Damit ich schon längst bemerkt habe, dass das nur Perücken ist. Also, wissen Sie was, ich glaube, wir schauen jetzt doch zur Frau Mama. Jawohl. Hier ist es besser. Die Hitze im Saale. Wenn ihr unwohl seid nur. Ach, beruhigen Sie sich. Es ist bereits vorüber. Ich bedauere nur, dass ich Sie das Vergnügen des nächsten Tages bringe. Fräulein, muss geschehen. Ich fürchte mich vor Ihnen. Wie? Das ist ja nicht galant. Ich verstehe es nicht, galant zu sein. Aber wodurch habe ich Ihnen den Mut eingeflößt? Durch die Umwandlung, die Sie mit dem Zauberschlag in meinem Herzen bewegten. Ja, der Tanz machte mir Vergnügen zum ersten Mal in meinem Leben, denn ich hasse es sonst. Und seitdem ich in Ihrer Nähe sein durfte, verblasst die Trauer auf den Tod meiner Mutter. Wenn Sie wüssten, ist ja Sie mich langweilen. Oh ja, schauen Sie ruhig. Mit so vielen Millionen sagt man Freund und Freund aus einem in den Sinn kommt. Und dieser jammervolle Miene will ich auch nicht mehr in Ihnen sehen. Wird nur von Ihnen abhängen, meine Trauer in Freude zu verwandeln. Apropos, wie finden Sie mein Kleid? Unendlich reizend durch die edelste Einfachheit. Wozu auch das mit Schmuck beladen, was an sich schon vollkommen ist. Das habe ich mir auch gedacht. Und ich weiß, dass ich in diesem schlichten Kleid alle anderen Mädchen verdunkle. Und es macht mir Spaß, wenn ich sehe, wie sich die anderen ärgern. Welch liebenswürdige Bosheit, Geistesbeschränktheit und Eitelkeit, das wird erleichtert für Sie. Oh ja, ich bin zurzeit recht boshaft. Außerdem dulde ich keinen Widerspruch. Wenn ich einmal heirate, will ich frei sein wie ein Vogel. Mich amüsieren, von morgens bis abends. Wozu hätte ich denn sonst meine Millionen? Ah, das ist eine Falle. Da muss ich anders reagieren. Allerdings, verzeihen Sie, wenn ich sage, ich hatte ein ganz anderes Bild von Ihnen. Um Sie zu sehen, habe ich tiefen Kummer in mir erdrückt, denn ich hoffte, in Ihnen das gefühlvolle und fromme Wesen zu finden, welches mir Fräulein Cecilie geschildert hat. An dieses Wesen richtete ich meine ersten, tief empfundenen Worte. Aber jetzt, ich bemerke, dass Sie Spott treiben mit mir. Was höre ich? Mein Fräulein kam trotz von der Trauer und dem Tod meiner Mutter zu diesem Ball. Verzeihen Sie den schönen Ausspruch. Ich bin enttäuscht. Ich bedauere Sie, trotz Ihrer vielen Millionen. Denn Ihnen fehlt der wahre Reichtum. Und seitdem für das schöne und edle fängliche Herz. Das wird die Wirkung nicht verfehlt haben. Der edle Mann, er ist im Böse mit den Scheinen nicht mehr gab. Ich muss ihn mal vorstellen, falls du gehört haben. Na also, da steht sie ja, wie es verloren sie aller Hände. Wir stimmen spitzen, meine Freunde. Es betrifft die nächste Quadrille, die Sie meinem Sohn nicht verweigern dürfen, obwohl er heute nicht tanzt. Ja, wozu nützt dem Herrn Baron meine Einwilligung, wenn er gar nicht tanzt? Das ist eine medizinische Verordnung, die ich Ihnen gleich erklären werde. Also, wozu tanzt der vernünftige junge Mann? Denn ein Alter tanzt nicht, wenn er vernünftig ist. Tanzt also ein Junger durch eine verrückte Herumhupferei, eine ordentliche Bewegung zu ersetzen? Gewiss nicht, denn das wäre unvernünftig. Tanzt er, um Grazie zu zeigen? Gewiss nicht, denn wenn er Grazie hat, ist er kein Mann. Also, wozu tanzt der vernünftige junge Mann? Er tanzt, weil Musik und Ballgeräusch
vollkommen die stille Einsamkeit ersetzen, in der man unbelauscht Worte flüstert. Er tanzt, weil ein gewisser Walzer oder Quadrillenmoment den strahlenden Ball zur schattigen Laube werden lässt, in der man erste Annäherung riskiert. Also das Tanzen beim Tanzen zur Nebensache wird und für Patienten extra gefährlich ist, verordne ich hier einen Unterredungstanz mit dem Weglassen jeder dummer Herumhupferei. Die Paare paaren sich, die Musik geht an. Hier, mein Fräulein, kommt sie. Hier, mein Fräulein, ist ihr Platz. Und der Tänzer natürlich gehört an ihre Seite. Die vom Doktor neu interpretierte Tanzsituation gewährt mir das Glück. Und das haben Sie gut gemacht. Und wir platzieren uns inzwischen hier, da können wir alles gut beobachten. Ich durfte die Gelegenheit nicht versäumen. Nur so kann ich aufrichtig zu Ihnen sein. Nur schade, dass man der Musik wegen die Worte nicht verstehen kann. Man braucht nur ins Millionengesicht schauen und die Miene beobachten, dann weiß man schon alles. Sie wissen ohnehin nicht, wie man eine reiche Erbin an den Mann bringt. Ich will es Ihnen sagen und sollen Ihnen meine Worte eine Warnung sein. Jetzt hat er schon was Bedeutendes gesagt. Ja, die Spannung in Ihrem Gesicht. Von der Unterlippe bis zur linken Augenbraue hoch. Und so war der Handel, ich kann es nicht anders nennen, abgemacht. Und meine Mutter ist gewiss eine ehrenwerte Dame, aber übergroße mütterliche Fürsorge und des Geldes unheilvoller Einfluss. Sie schweigt, aber aus ihrer Miene spricht Freude und Entzücken. Ich weiß, der hat schon was von heiraten gesagt. Glauben Sie? Ja, ich kann mein Leid. Sprechen Sie ohne Rücksicht. Als ich erfahren habe, der Auserwählte zu sein, war es schon zu spät. Die aufrichtigste, innigste Liebe zu einer anderen hin hindert mich, Sie, liebe Pauline, anzubeten, geschweige denn zu lieben. Das wäre ein Heiratsantrag! Mindestens! Wie Ihre Augen strahlen! Da muss aber was Elektrisches zukommen. Das macht diese dunkle Wirkung. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufrichtigkeit und wünsche Ihnen recht viel Glück. Also sind Sie mir nicht böse, dass ich Sie nicht lieben kann? Sie sind zu gütig. Eine Bitte möchte ich noch wagen. Sprechen Sie, sie ist gewährt. Es fällt mir schwer, meine Mutter zu betrüben. Bitte teilen Sie ihr das Ergebnis dieser Unterredung mit. In dieser Minute noch. Ich wusste es wohl, mein Ludwig darf nur wollen und er entzückt und bezaubert. Die Musik verstummt. Unser Tanz hat geendet. Ich scheide mit herzlichem Dank und werter Verehrung von meiner liebenswürdigen Tänzerin. Er geht! Als Triumphator triumpft er sich nach Hause. Nicht wahr, Pauline? Ist mein Ludwig nicht unendlich liebenswürdig? Papa Ohnen! Es ist gar nicht möglich, liebenswürdiger und zartfühlender zu sein. Sie soll nur warten. Sie soll daraus warten. Später, meine Herren, später. Baroness, ich nehme nun zum ersten Mal strengsten Gebrauch von meinen vormundschaftlichen Rechten und stelle Ihnen nun als Tänzer für den nächsten Walzer den Herrn von Zackenburg vor. Das Fräulein Pauline von Kellburg wird auf keinem Ball dieser Erde auch nur einen Schritt mit dem Herrn von Zackenburg tanzen. Mein Herr, dieser Scherz ist so wenig einer, als wie so einer gewesen ist, wie ich Ihnen da hinter der spanischen Hulastauben ganz auf Deutsch einen Elenden und noch was dazu, was nicht salonfähig ist, geheißen habe. Was ist das? Unbegreifliche Verwegenheit. Ja, die müssen Sie besitzen. Sonst könnten Sie sich nicht einer Tochter nähern, deren Mutter Sie im Grab hinein so ungerecht und schonungslos beschimpft haben. Himmel! Teufel! Ich staune! Diese Herren da sind meine Zeugen! Ich werde Rechenschaft von Ihnen verlangen! Ich werde Ihnen aber keine geben, wenigstens keine Rechenschaft. Nur einen Befehl gebe ich Ihnen noch mit. Morgen Vormittag bringen Sie in ein Haus hinein, wo Sie so frei waren, mit sich beim Fenster hinausgenommen zu haben. Der Mensch
hat den Teufel im Leibe. Unbegreiflich. Saubere Leute, mit denen Sie Umgang pflegen, Herr Gewalt. Haben Sie einen kurzen Prozess um einen Bewerber gebracht? Macht nichts. Sie haben noch mehrere solcher von der gleichen Qualifikation. Mir scheint gerade der Kumpel schon wieder unter der Herr. Sie meinen doch nicht Herr von Gerbrand? Der ist aufrichtig. Wieder. Das ist ein Scheinheiliger. Ja, egal, was einen bewegten Auftritt. Oh ja, einen bewegten, einen zutiefst bewegten Auftritt. Und das ist der Herr selbst, der Herr von Gerbrand. Er kann sich kaum aufrecht halten, ob der Tiefe seiner Familientrauer. Mein Herr, wählen Sie sich ein anderes Feld für Ihre Scherze aus. Das, was dem fühlenden Mensch das Heiligste ist, die Trauer, eignet sich nicht dazu. Da hat der Herr von Gerbrand recht. Gut. Ich bin Arzt und möchte hier eine Kur seltener Art produzieren. Eine Kur? Ja. Das bewährteste Mittel, solche Leute zu kurieren, ist, wenn man ihnen den Gegensatz ihrer Idee chancenlos und verkörpert vor Augen stellt. Ja, aber wie macht man das? Der hier befindliche Narr bildet sich ein, seine Mutter wäre schon gestorben. Er hat es Ihnen, glaube ich, sogar erzählt, nicht wahr? Ja. Ja. Es ist unmöglich. Er wird doch nicht. Ist das eine lebendige oder eine tote Mama? Ja, ich bin verloren. Sondern, was fällt denn dir ein? Ich denke noch gar nicht an Sterben. So, ja, jetzt nur geschwind noch ausgefahren und ins Bett alleine gelegt. Für das Gescheiteste sein. Komm, Sondern, ich bitte vielmals um Entschuldigung. So, jetzt wäre besser aufpassen auf ihn. Merk, brauchen Sie noch richtigere Beweise? Nein, ich erkenne Sie als den Schutzgeist, den meine Mutter mir gesandt. Zu Diensten, es ist mir ein Vergnügen. Deinem Glück nichts mehr im Weg. Ist diese Probe wirklich notwendig? Jedenfalls, wenn ich da wirklich ein edler Mann, dann kann auch nur diese Probe endgültig Aufschluss geben. Soll es mein Reichtum mir doch nur bestimmt Fall zu bringen? Ruhig, mein Kind. Ruhig? Ach nein, ich bin es nicht. Ich habe die Ehre, in Baron Felsbach, den Vater meiner Mündel. Ich bin es und alle Welt soll es wissen. Dass ich kein Vormund mehr bin. Ich komme aber auch, um meine vormundschaftlichen Rechte wieder in Ihre Hände zurückzulegen. Aber gerade jetzt ersuche ich Sie darum, Ihre vormundschaftliche Pflicht auszuüben. Dr. Muschel hat mir hiervon berichtet, aber ich begreife nicht. Sie brauchen nicht begreifen. Handeln Sie einfach so, wie man es von Ihnen erwartet. Die Auflösung kommt dann später. Gut. Ich werde die unglaubliche Lüge glaubhaft vertreten. Wie von einem so geistreichen Mann, nicht anders zu erwarten. Zu gütig. Herr Wilhelm Wunder? Wird vorgelassen. Aber es ist doch nicht so. Was aber? Lassen Sie ihn vor. Herr Vater, ich will meine Kräfte schwinden. Fassung, meine Tochter.
Wir werden hier, hinter dem Strauch, Zeugen ihres diplomatischen Geschickes sein. Der Herr ist mein Kön. Wen habe ich die Ehre? Gabriele Brunner, Mutter dieses Sohnes. Ich wurde hierher bestellt. Ich habe das Vergnügen, Herr Wilhelm Brunner. Zu dienen, ja. Mich verbindet mit Ihrer stets und ludig die innigste Freundschaft. Und der hat sich in Gestalt eines Schreibers in das Innigste bei unserer Familie eingeschlichen. Somit weiß ich auch, warum ich herbestellt worden bin. Ich bin zu der Nette, halb Tante, halb Gouvernante. Die Angelegenheit meines Schiffs sonst sind Sache meiner Frau. Viel Wichtigeres hat uns dazu veranlasst, Sie hierher zu bestellen. Auch Ihre Anwesenheit wird wichtig sein. Erst wichtig! Sie waren vor 2 Monaten auf dem Schlosse Steppenburg. Richtig, ich war der Regierungskommission als Schreiber zugeteilt, der einen Ankauf der dortigen Bergwerke betrieb. Er war damals noch Praktikant, aber immer schon die rechte Hand vom Chef. Das Schloss gehört der Baroness von Kelburg, der reichsten Erbin Europas, deren gesetzlicher Vormund ich bin. Ja, das hat man mir dort erzählt. Aber jetzt möchte ich wirklich einmal wissen... Ihr Vorgesetzter war voll des Lobes über Sie und Ihre ausgezeichnete Arbeit. Und von dem Lob erfuhr auch die junge Baroness... Hauptsache, du wirst verwalter! Sie haben keine Ahnung. Die Baroness sah Sie von innen umgesehen. Und schon war es um Ihr Herz geschehen. Oh, wer liebt mir? Es ist nichts zu nachholen da. Vergeltung! Herr von Waschhausen, was berechtigt Sie dazu, so einen Scherz mit mir zu treiben? Ja, Sie! Faulblos, Sie werden! Zuerst wollen die Werke sprechen und auf was nicht Sie! Aber, es ist alles in Ordnung, es ist alles vollster Ernst! Die Baroness will sich nach Ihrem Geschmack ohne Rücksicht auf Rang und Namen mit Ihnen vermählen! Und ich bin dazu berechtigt, Sie um Ihr Einverständnis zu bitten. Ja, Buur, jetzt kommt ein Jubel auch dringend Schnaps. Und ich will es auch trinken. Ihre liebenswürdige Persönlichkeit, das habe ich ja gesagt. Ihr Ruf, das habe ich auch. Eigentlich habe ich schon alles gesagt. Und so schaut man aus, als die Rechtsbeschlag. Verzeihen Sie mein Schweigen, mein Erstaunen. Ich darf Ihnen die Millionenerbin heute noch vorstellen. Fassen Sie sie in. Oh, oder wird wohl er sie ihn fassen und nimmer von sich lassen? Verliebtermaßen. Oh Gott. Herr von Waschhausen, ich kann den Antrag nicht annehmen. Wie? Was? Wilhelm, recht nochmal, wir haben nicht recht gehört. Ich lehne den Antrag aufs Entschiedenste ab. Das garge Kind hat sein Hirn aufgebracht. Er lässt ihm doch das eigene Wort. Sie schlagen die Hand der Baroness aus, ohne sie vorher gesehen zu haben? Wahnsinn, ja, wie ist das? Macht das einen Unterschied, ob man feiern geht oder ob man ihr Fest vorstellt? Will nämlich die Schwiegermutter von so einer Baroness werden? Und hat der Wunsch einer Mutter fortgelehrt? Ich zweifle nicht an den vorzüglichen Eigenschaften der jungen Baroness. Jedoch bin ich an eine andere gebunden, die ich sehr liebe. Ich bin verlobt. Verlobt? Es ist ja lächerlich. Fremde Millionen sind nicht zu verachten. Nein, das nicht. Aber der Mann, der ist zu verachten, der die Liebe der Millionen verschmäht. Ja, wo hast du denn gerade kein Herz für deine Mutter? Ich verfluch den Tag und die Stunde, in deinen Vater geheilt haben. Herr von Waschhausen, erlauben Sie mir, dass ich diese peinliche Lage beende, indem ich mich entferne. Ein unglaublicher Mensch! Das ist der Dank für alles, was ich umgegeben habe. Die sorgfältigste Erziehung. Das erhabenste Beispiel, alles hab ich ihm gegeben. Und er hat sich zu einem Ungeheuer herangebildet. Und dabei hat er nicht einmal Bedenkzeit verlangt. Na,
Männer zu taufen. Schinden Sie der Baroness den Jammer einer schwer geprüften Mutter. Er hat es ausgeschlagen. Wie nicht anders zu erwarten. Ich hatte nur vorhergesagt, dass er nicht annehmen wird. Wie geschieht mir? Sie jubeln, obwohl der Plan, den Sie mir gegeben haben, misslungen ist. Tausend Dank, Herr Vormund. Ich werde nie vergessen, was Sie in dieser Sache für mich getan haben. Aber haben Sie denn nicht gehört? Er will Sie nicht. Der edle Mann. Sie sind beide närrisch. Er will nichts wissen von Ihnen. Somit steht meinem Glück nichts mehr im Wege. Oh, mir flimmert vor den Augen. Die Ohren summen. Er ist ja so wahnsinnig, nicht von dir lassen zu wollen, die er heiraten will. Ja, gerade das macht uns so glücklich. Weil die andere ist ja sie. Wer? Sie? Wen meinen Sie? Pauline. Ja, wie kann denn sie die andere sein? Mach dich bereit. Kommen Sie, Sie werden gleich begreifen. Die andere ist sie? Die andere ist sie? Na, sowas. Das sogar verstehen. Ich hab mich zusammengenommen in die ersten Tag, dass ich mich über mich selber gewundert hab. Und jetzt wird's verstummt zu Stumm schwager. Ich hol's nicht mehr aus. Da ist denn der Doktor, der alles kann. Hätte gesagt, heute Vormittag wird es unglaublich geschehen. Ja, und jetzt ist schon Mittag. Gabriele! Weg von mir! Was hast du denn? Ich hab's verdorben mit eigenen komischen Grundsätzen. Ja, wen denn? Meinen ehemaligen Wilhelm. Aber immer das ist mit dem Schwarzen im Herrschaftshaus. Er war die Hoffnung meiner alten Tag. Und jetzt? Jetzt ist er der Raum meiner Zukunft. Ich hab schon wieder zum Spinnen an, ich hab mich nicht auf. Schau, ein Wagen hält vor dem Tor. Sie steig aus. Ich halte jetzt cool aus. Das wird doch nicht am Ende gehen. Herr Brunner? Ja? Entsetzlich, ich bin die erste Baronin, die solche Orte betritt. Denken Sie an den Preis. Herr Brunner, ich bringe Ihnen hier die Frau. Sagen Sie meinen Namen nicht. Der Vater, der Tochter ist ein Wundermann. Frei dich nicht zu früher. Aus diesen Zügen spricht kein Herz. Da ist nichts. Da wird nichts. Sie sind die Tochter dieses Mannes? Komisch. Mann ist sonst ein ehrenwertes Wort. Aber so wie Sie das ausspricht, hätte sie den Namen mal gefunden. So Ihnen, gnädige Frau. Schauen Sie nur in das liebe, feine Gesichtel. Und stellen Sie sich vor, wenn das auf einem Stammbaum blüht. Das darf ja jeder für ein nobles Volk. Unglaublich, dass solche Menschen solche Töchter haben. Herr Brunner? Ja? Mit welchem Recht haben Sie es gewagt, mir eine solche unverschämte Forderung zu stellen? Es ist halt bei uns am Land so der Brauch, dass die Eltern des Bräutigams werben müssen bei den Eltern der Braut. Wie? Eine Baronin soll sich hinablassen und den ersten Schritt tun bei solchen Leuten? Wie können Sie sich mit solchem Stolz in eine Familie drängen? Drängen? Wir uns in Ihre Familie drängen? Jetzt sehen Sie erst, wie wichtig es war, dass ich gesagt habe, Sie müssen hierher kommen. Da trifft mich der Vorwurf des sich hineindrängen wollens nicht. Und freut mich übrigens, dass Sie sich schon so zu Hause fühlen, dass Sie nicht mehr wissen, ob wir zu Ihnen oder Sie zu uns gekommen sind. Es ist unter meiner Würde, Sie das zu beantworten. Ich rede Ihnen Ihrer Würde, die von der Geburt her rührt, nichts ab. Aber ich habe eine Dreifache entgegenzusetzen. Und zwar die Würde der Ehrlichkeit, des Fleißes und der Armut. Und Sie wissen vielleicht nicht, dass Ihr Sohn, der Ludwig, sich als armer Schreiber, folglich weniger als ein Schlosser Sir, in unser Haus geschlichen hat. Er hat uns geblendet. Das ist eine Beleidigung zu sagen, ich habe mich in Ihre Familie gedrängt. Da bitte ich mir ein bisschen mehr Respekt aus.
Vater, hör auf! Sie sind die Mutter von Ludwig! Wie kannst du jetzt wagen, Ludwig zu meinem Sohn zu sagen? Was sehen Sie vor? Mein liebstes Mädchen in Tränen? Da haben Sie es jetzt, da sind Sie jetzt! Ludwig, du hast dich eh immer bemüht. Aber du kannst gleich einen Notar und einen Weiß und einen Brief nehmen, weil das wird alles nichts. Wie Mutter? Kommen Sie. Haben Sie Ihre Zusage und die meinige vergessen? Das nicht. Aber es fällt mir gar zu schwer. Noch ein Zweifel an meinem Ehrenwort? Sehen Sie hier, dieses Dokument. Es belegt, dass ich das Kind adoptiere. Dadurch gehört auch Sie dann zum Adelsstand. Und außerdem werde ich auch mein halbes Vermögen vermachen. Ein glückliches Begegnen mit zahlreicher Gesellschaft bei uns im Hofe. Ludwig, sollte etwa... Wie ergehe ich mir? Nix dergleichen, du, nix dergleichen. Bitte, verraten Sie mich nicht! Kinder, die Baronin! Nun ein Wort zu meiner Mutter. Was ist das? Stillschweigen zu allem gehört auch zu Ihrer Zusage. Und nun? Herr Bernhard Brunner, ich halte nun förmlich für meinen Sohn und wir haben Ihre Tochter. Ismelke! Geliebte! Entsetzlich, ich bin die erste Baronin, die das getan. Frau Baronin, ich danke für diesen ehrenwerten Antrag. Gnädige Frau, darf ich? Nun also schnell, schnell, zur Unterzeichnung des Heiratsvertrags. Zu Befehl, es ist kein Hindernis mehr. So, der Notar. Die Braut zuerst. Ich weiß nicht, Brandmann. Nun kommt der Wichtige rein. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt muss dann der Schlosser bekennen. Herr Brunner, jetzt müssen Sie als Vater. Jetzt kommt alles von selbst ans Licht. Jetzt werden Sie das erfahren, was Sie mit Dollfuß gewollt haben, entschleiern wollen. Ich bin nicht der Vater. Was? Nicht mein Vater? Jetzt kann ich ihr mein halbes Vermögen nicht geben, weil sie das Ganze bekommen. Und ich kann sie auch nicht adoptieren, weil sie meine wirkliche Tochter ist. Mein liebes Kind. Was? Also, von mir aus können Sie mir halt schon erzählen, dass ich Prinzessin bin. Ich glaub schon alles. Sie wollen sich als Kampel ausgeben? Weil ein Kampel, seine Frau, hat mir selbst das Kind gebracht. Wie war die da ausschauen? Na ja, kennen Sie den Kampel? Das ist der Kampel! Der Doktor, der Kampel! Oh, ich bin der, der einziges Unglück gehabt hat, von Ihnen beim Fest hinausgeschmissen zu werden. Und weiß, dass es Unglück gehabt hat, Ihre Verlobte zu heiraten. Sie haben es aber nicht die geringste Nachkommenschaft. Auch nicht dieses Irrenbild. Ich kann es Ihnen schriftlich geben. Der Baron Felsbach ist der Vater. Das Mädchen nennt dich nettig, nettig, nettig! Das ist ein Baronet! Du, Schlager, Hupster, das ist der Lauter frei! Also, wenn ich her, ist mein Buch ist ein Grafen an der Zöllig. Ich bin jetzt der Vornehme, wann jetzt soll es Ihnen auch nicht mehr finden, gell? So, aber nun, Herr Notar, zu unserer Angelegenheit, die schnell abgetanzt sein wird, da weder ich noch meine mir angetraute Vermögen besitzt. Eure Pauline. Da schauen Sie uns an und überlegen Sie, ob für einen der die Mühe wert ist, Millionen zu verschwenden.
Pauline, Freiin von Gelburg. Was? Der Freundin ist die Millionärin? Sie, die ich arm und verlassen glaubte. Verzeihung, Wilhelm. Vater, sprechen Sie. Vater? Ihr Vater? Ich bin es. Und preise das Glück meiner Tochter. Das ist die wahre Liebe ohne jeden Eigennutz. Ich könnte mir nicht holzen lassen. Aber diese Täuschung. Wilhelm, du hast ein Wort gegeben. Seid glücklich, denn ich bin es durch die zwei wiedergefundenen Töchter. Und ich werde es nie vergessen. Die zwei Bälle. So, und ich gehe jetzt nach Haus, weil ich habe meinen Auftrag erfüllt und gehe zurück in meine Ordination. An den Michael Haubenhofer, an die Pfarrgemeinde und die Jugend von Bischelsdorf. Danke sehr. Unsere Spitzel haben uns auch zugetragen, dass auch der Direktor der NMS Bischelsdorf, Herr Hans Jandl, zu uns zugegen ist. Und ohne so eine Produktion gar nicht möglich wäre, ohne den vielen Leuten im Hintergrund. Und zwar das sind. Das da wären einmal die Veronika und die Elisabeth Strempel hinter der Bude. Dann der Mann in Ruprecht und sein Team, die haben uns die Bühne aufgestellt, also der Bühne für den Bühnenbau war der verantwortlich. Dann die Michi Matzer hat das Bühnenbild gemalt wahrscheinlich. Und die Agnes Sommerhofer, die für die Dekoration zuständig war. Und der Matthias Harleck, der uns mit der musikalisch begleitet hat. Danke sehr. Der Stefan Kober für Licht- und Tontechnik, ganz wichtig. Die Elisabeth Meyer und die Margarete Seiler, die so geduldig und Ich will die Worte. Die Reservierungen mit der neuen Online-Reservierung gemacht haben und den Johann Lammer bei der Homepage und für die vielen, vielen Kostüme der Brautsalon Ernie und heute ganz besonders, ja, haben wir erfahren, mit der Durchstützung, dass die Ernie heute da ist. Und ich würde sie gerne auf die Bühne bitten. Bitte sehr. Verbindet uns jetzt schon eine lange Zusammenarbeit. Also schon bald 20 Jahre, kann man sagen, gell? Ja. Also,
Sie hat der Schütz von Anfang an. Also wo Lustbild draufsteht, ist Ernie drinnen. alle gleich einmal vorkommen, die was von der Ernie dann. Dann da eh alles schöner wie das andere. Also wir. Ich habe gesagt, beim Burgtheater, in Kreindorf, bei den Hafensdorf, oder? Nichts über wir waren die Ersten, das muss man schon sagen. Aber falls irgendwer Hochzeitskleid braucht oder Forschungskostüm, was tun wir heute halt, genau? Ballkleider, der das Beste aufkommt, der Ernie. Und sie haben das wirklich immer sehr gute Konditionen gemacht und sie haben wirklich einen Start ermöglicht mit so einer Ausstattung. Danke. Ich habe ein Gruppenfoto und wenn in Zukunft dann ein Gruppenfoto von Lustig bist, dann mit deinem Brot drücken. So, und weiters bedanken möchten wir uns. Bei der Nadine Strempel und der Dem für die Maske, bei der Brigitte Berghofer, die so böse, der schafft unten rein, glaube ich. Dann die Elisabeth. Dann ist noch die Elisabeth und Margarete Seiler bei der Kassa und natürlich die Spielberatung und unsere Regisseurin, die Sigmund Fratschko. Danke, Mädchen. Also wir möchten nochmal ein großes Danke sagen an die Sponsoren, an die helfenden Hände und auch an die das aushalten müssen, sind, sondern der Wunsch sind, also Ehepartner, Familien, Eltern und so weiter. Danke schön. Ein ganz großer Dank natürlich auch an die Spielleitung, die ist dafür zuständig, dass die Leute organisiert werden, die Rollen eintragen werden, die Leute zu den Proben kommen, SMS ausschreiben, dass die Leute wissen, wann die Proben ist, den ganzen Aufbau organisieren. Also alles das, dass das Ganze dann läuft. Und heuer die Spielleitung, der Helmut Strempel, der Marvin Seiler und die Walter Huber. Noch einmal, und zwar morgen um 19 Uhr. Ja, also wer nicht mitkommen ist, schaut morgen auf die Nummer an. Sie verstanden, ne? Und wenn es euch gefallen hat, gell, dann sagt es eben weiter, und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es denen weiter, der es nicht mit. Dann haben wir beide was davon. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch ein bisschen bratschen können, am Buffet oder hier noch. Wir stehen für euch noch zur Verfügung. Danke sehr.